Hallo und herzlich willkommen an einem Donnerstag zu einem neuen ILM Live. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich sehe es schon. Die Heike ist da begrüßt mit Knabbersachen, Getränke. Sehr schön. Ich habe auch schon ein schönes Getränk. Passend zu diesem warmen Wetter. Duracell ist dabei. Ecki Belle ist dabei. Es freut mich sehr. Und nicht nur Ecki Belle, weil ich habe einen ganz besonderen tollen Gast heute und da ja die Ferien jetzt auch bald anfangen, dachte ich, ist es natürlich super, wenn wir auch noch gleich eine Bande einladen, zumindest einen dieser Banden, nämlich Kai Schwind von der Ferienbande. Aber er ist ja nicht nur Kai Schwind von der Ferienbande, sondern der Regisseur von den 3 Fragezeichen, Live-Tourneen, er lebt in Oslo, er ist an der Universität. Es gibt so, so viele Fragen, die ich habe und ihr wahrscheinlich auch. Deswegen stellt ganz, ganz viele Fragen in den Live-Chat. Ich sehe, ihr seid alle da. Die Claudia Rautenberg ist da, sehr schön. Also ist richtig voll und bunt, das freut mich sehr. Deswegen stellt hier eure Fragen, dann kann ich sie gleich weitergeben an den Kai. Und ich begrüße jetzt auch einfach mal gleich den Kai und sage, hallo Oslo, hallo Kai. Hallo Oslo, hallo nicht hallo Darmstadt, muss ich ja sagen. Genau. Ich freue mich, guten Abend. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast an diesem warmen, ist bei euch in Oslo, hast du mir gerade auch erzählt, ist Hölle heiß, ne? Ja, Hammer. Und zwar wirklich seit einer Woche ist es hier wie im Süden. Alle, es geht nichts mehr, alle laufen halb nackt rum, alles sitzt draußen. Und wir haben ja immer hier noch diese Helligkeit dazu, ne? Also dass es sozusagen überhaupt nicht mehr dunkel wird jetzt im Juni richtig. Das heißt, alle sind so ein bisschen durch. Ja. Man kann sich nicht beschweren, weil Sommer in Norwegen ist was Seltenes auf diese Art und Weise. Deswegen muss man sich freuen, aber ich finde es gerade auch ein bisschen krass. Ja. Ach, sehr schön. Dann erzähl doch mal, fangen wir mal ganz am Anfang an. Du kommst ja nicht aus Oslo. Nein. Du kannst aber Norwegisch sprechen. Du kommst ja, wie ich, du bist ja ein Hesse. Ein Hesse bin ich, richtig. Ein Hesse. Ei, gute nach Frankfurt, hätte ich eigentlich sagen müssen. bist in Frankfurt geboren und auch aufgewachsen, richtig? Genau, richtig. Ich war eigentlich bis zu meinem 24. Lebensjahr nonstop in Frankfurt am Start. Bin auf die Wöhler-Schule gegangen, falls das jemand was sagt. Wöhler-Schule in the house. und habe auch studiert in Frankfurt dann Theater, Film und Medienwissenschaften und Anglistik. Und dann war ich mal ein Jahr in Australien, so zum Austausch. Und das hat tatsächlich dann so viel angeschoben, weil ich da unheimlich viele Leute kennengelernt habe. Das Netzwerk hat sich irgendwie so erweitert und so kam dann letztendlich auch diese Verbindung zustande, die mich dann irgendwann nach Norwegen geführt hat, weil ich da sehr viele Norweger kennengelernt habe. Das kam dann aber erst später und genau, dann war ich erst noch in Frankfurt und habe dann alle möglichen Sachen gemacht. Habe bei Radio X eine Zeit lang gearbeitet. Ja, da muss ich auch so, das ist so, Radio X, aber du hast auch, hast du nicht auch bei UFM gearbeitet? Genau, richtig, das ist also, okay, also Radio X. Genau. Ja? Also pass auf, aber hier, Chubby war ja schon zu Gast, ja, hat bei Radio X gearbeitet. Ich habe auch schon bei Radio X gearbeitet mit dem Flo zusammen, die Yvonne Flo Radio Show. Ich habe tatsächlich hier hinten auch noch CDs liegen. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ich muss mal die Kamera halten, ob man das sieht. Du siehst die Yvonne Flo Radio vom 30.11.02. Ich habe mir schon nicht angehört, aber 02 ist ja auch schon 18 Jahre her. Alles, das ist schon grau vorzeit. Genau, also Radio X, quasi dem Lokalradio in Frankfurt, da habe ich angefangen mit meinem lieben Freund Tommy, der heute bei HR1 moderiert. Tommy Stärker kennt man vielleicht. Da haben wir ein Kinomagazin gemacht, Frames, das Kinomagazin. Über viele Jahre haben uns da völlig für kein Geld völlig verausgabt. Filmkritiken, Leute interviewt, einmal die Woche am Anfang, wo ich mich überhaupt nicht mehr frage, also ich weiß gar nicht mehr, wie wir das hingekriegt haben damals. Ja. Naja, auf jeden Fall, das war mein Einstieg zum Radio und dann bin ich zum Hessischen Rundfunk gekommen. Das war dann ein weiteres X, also XXL hieß ja die Jugendwelle am Anfang, die dann zu UFM wurde. Und da habe ich auch dann erst im Prinzip so redaktionell gearbeitet, war auch so der Kinomann, habe Filme besprochen.
und bin dann so langsam in das Comedy-Segment übergewandert, habe dann da die Redaktion übernommen und dann mit meinen. Da möchte ich mal ganz kurz einhaken, weil du sagst, du bist ins Comedy-Fach. Hast du denn schon früh gemerkt, dass du lustig bist? Oder wie man sagt ja nicht einfach, ach, ich mache ein bisschen Comedy. Ja. Haben dir das Leute gesagt oder? Also es war eine Mischung aus beidem. Also meine Comedy-Laufbahn ist ja sehr eng verbunden mit meinem alten Freund und Kupferstecher Sven Buchholz, mit dem ich ja auch die Ferienbande dann gemacht habe. Wir kennen uns wirklich seit der 5. Klasse. Und so fing das eigentlich an. Also wir haben tatsächlich im Kinderzimmer mit 11, 12 Hörspiele gemacht. Also wirklich so mit Mehrspur und so und improvisiert und Stopp und wie geht's jetzt weiter und danach nochmal überspielt und Soundeffekte dazu. Also so handmade. Und haben da alle möglichen Sachen gemacht und irgendwelche abstrusen Horror-Stories und alles Mögliche und haben dann irgendwann gemerkt, eigentlich ist das auch, wir haben so am meisten Spaß, wenn wir irgendwie Quatsch machen und wenn wir, das hieß ja noch gar nicht Comedy damals, also es waren dann Sketche und sowas. Ja, stimmt. Und das haben wir dann gemacht und haben da irgendwie gemerkt, dass das so eine Art ist, wie wir halt uns ausdrücken, dass man irgendwie Leute parodiert, Charaktere entwirft. Wir waren unheimlich beeinflusst von Badesalz. Also wenn man diese Frühwerke hört, dann machen wir im Prinzip Badesalz in schlecht. Und so ging das die ganze Zeit und das hat eigentlich nie aufgehört. Und wir haben dann irgendwann angefangen, auch das professioneller zu machen, also im Sinne der Produktion. Wir haben wirklich richtig Sachen geschrieben. Sven und ich haben halt einfach auch eine sehr schöne Aufteilung, dass ich also oft eher so der schreibende, konzeptionelle Mensch war und Sven einfach halt der Technikmann, der eben also sich immer das sofort alles drauf geschafft hat und wir so immer aber gegenseitig unsere Sprache auch verstanden haben immer. Das ist ja auch nicht immer so gegeben. Und dann haben wir so Sachen, wir haben alles Mögliche gemacht. Wir haben dann eigene so Demo-Alben erstellt und haben die angeboten. Niemand wollte die haben und, ja. Und so ging es dann immer weiter und irgendwann. Wie alt wart ihr da? Mit den Demo-Alben ungefähr? Bei den Demo-Alben waren wir dann vielleicht so 20. Okay. 19, 20, glaube ich. Ja. Und dann ging das aber irgendwie so, dass wir dann den Kontakt eben zum HR hatten und auch über meinen Kumpel Tommy, wie gesagt, und da mal dann vorstellig wurden. Und der Einstieg war dann tatsächlich so eine abstruse kleine Serie, die wir gemacht haben, wo wir diese Wiener DJs Kruder und Dorfmeister. Oh ja, die habe ich geliebt früher. Ich auch, liebte die Musik auch heute auch noch, aber wo wir die verarscht haben. Also wir haben uns vorgestellt, die leben in so einer WG zusammen und haben so kleine Episoden mit denen gemacht und das fanden die bei XXL, die ja quasi auch so ein hipperes Musikkonzept immer schon hatten, halt sehr geil und haben das eingesetzt, haben das gespielt. Und ab da war dann sozusagen klar, okay, hier sind so zwei lustige Jungs, die können wir ja mal fragen, ob die Lust haben, auch noch mehr Sachen zu entwickeln. Und dann war für uns so der Damm gebrochen, dass wir Radio-Comedy-Konzept. War das zur gleichen Zeit wie Hennes Bende, der ja auch hier schon zu Gast war und auch über seine. Richtig, ja, also Hennes war eigentlich der Vorreiter im Sinne vom Timing bei XXL. Hennes war vor uns, der hatte ja seine eigene Sendung da, Toast. Das heißt, wir haben uns eigentlich kaum noch überschnitten, wenn ich mich richtig erinnere. Also Hennes war ja auch bei der Ferienbande dann dabei, aber Hennes war dann schon auf dem Weg zur Stand-Up-Karriere und war dann schon raus. Aber so, ich weiß nicht mehr, das hatte ich nicht mehr so drauf. Wir haben uns kurz überschnitten vielleicht, aber wir haben ja dann quasi keine eigene Sendung gehabt, sondern wir haben wirklich klassische Radio-Comedy-Serien produziert dann. Erst für den HR. Also Einspieler sozusagen, die dann immer. Fertig produzierten Sachen. Wir hatten eine Serie, die hieß Die Disco-Türsteher, ein Praktikant für alle Fälle, lauter so Special-Serien. Und das haben wir dann tatsächlich auch an andere Sender verkauft. Also wir haben bei 1Live Sachen gehabt, wir haben bei Enjoy, beim NDR. Das ging dann rasend schnell eigentlich. War also so eine gute Zeit dafür auch, ne? Ganz kurz nämlich einhaken. In der Zeit, wie ihr dann den Höhenflug gemacht habt, also von Radio X, also weißt du, so von zu Hause im Kassettenrekorder, dann Radio X, dann zu HXXL, was ja auf jeden Fall hessenweit, das Hessische Rundfunk, ausgestrahlt wird, der Höhenflug, hat man dann schon so Ambitionen zu sagen, oh, wir werden die neue Michael Mittermeier oder so? Also so aus der Zeit, hat man so Ziele? Wir waren, Sven und ich waren da im Guten wie im Schlechten, sowohl immer sehr einer Meinung und teilweise dann völlig unterschiedlicher Meinung. Also wir haben immer zu unterschiedlichen Zeiten gesagt, so wir machen das jetzt alles und jetzt gibt's volle Kanne Comedy und Quatsch Comedy Club und wir entwickeln eine Live-Show und haben dann aber immer wieder gemerkt, dass man je nach
auch was so Leute von uns wollten, dass wir immer oft gemerkt haben, das ist einfach nicht so unser Ding. So ganz die, ja, guten Abend Darmstadt, Leute sind wir halt irgendwie nicht. Sondern das, was Sven und ich immer schon toll fanden, war diese Charaktere zu entwerfen. Also nicht als wir selbst auf der Bühne zu stehen und irgendwie Witze zu erzählen oder so eine Art von Comedy zu machen, sondern in Figuren zu schlüpfen. Und also so wie Badesalz. War Badesalz dann auch ein Vorbild zu der Zeit? Badesalz war absolut ein Vorbild. Ich bin auch sehr geprägt durch so angelsächsischen Humor, Monty Python, Rowan Atkinson, alles Mögliche. Und das hat dann ergab dann irgendwie so eine Mischung, aber die war immer sehr auf die Charaktere aus. Wir haben dann Anfragen gekommen, wollt ihr für UFM beim Hessentag spielen als Disco-Türsteher und so. Und wir haben das abgelehnt. Und ich bin heute, bei manchen Sachen bedauere ich es ein bisschen, dass wir nicht wirklich einfach uns einfach alles gegeben haben. Und bei anderen Sachen bin ich froh, dass wir es nicht gemacht haben. Und warum habt ihr es abgelehnt? Angst vor der Bühne? Also aus eigener Erfahrung, ich konnte das ja verstehen, weil das war ja dann auch so, ihr wart ja dann eigentlich hinter dem Mikrofon und ihr habt hier geschnitten, das fertig gemacht und dann rausgegeben, so wie bei Filmen auch. Ja. Also das war auf jeden Fall ein ganz großer Faktor, dass wir keine Bühnenmenschen waren am Anfang. Das kam erst später mit der Ferienbande dann. Und wir uns dann, das merkt, das ist ja wirklich so ein Bauchgefühl-Ding. Und ein Bauchgefühl kann auch sozusagen falsch sein, weil man im Prinzip einfach unsicher ist und vielleicht auch mal was ausprobieren muss. So. Aber so als Diskotürsteher, also diese Figuren, die wir da dann hatten, dann auf einer Bühne zu stehen vor Leuten mit einem Konzept, was eigentlich fürs Akustische gemacht ist, mit verstellten Stimmen und so, da haben wir gedacht, das wird so eine peinliche Nullnummer. Da können wir nie wieder in den Spiegel gucken. Deswegen war das so eine Mischung, also inhaltlich, dass das einfach nie so passte und auch Bühnenangst auf jeden Fall. Das kann man wirklich so sagen damals, ja. Hm. Und dann kam eben die Ferienbande. Die Ferienbande war sozusagen eine Art Jackpot auf vielen Ebenen, weil zum einen, die war so als Radio-Comedy konzipiert, ne? Also wir haben so 6 Folgen gemacht irgendwie. Wo sind wir da jetzt? 2003 im Sommer? Also vor 17 Jahren. Ja. Sommer vor 17 Jahren, oh Gott, sag nicht nochmal. Ja, nee. Und haben dann einfach diese 6 Folgen produziert und diese Idee war halt einfach, sag mal, es gibt doch gar keine so eine Parodie auf dieses Jugendhörspiel-Genre eigentlich, so TKKG, Fragezeichen, das müsste man doch mal machen. Und dann haben wir das im Rahmen von unserem Radio-Comedy-Kram so produziert, haben uns eigentlich gar nicht so viel dabei gedacht und das kam halt unglaublich an. Das hat echt eingeschlagen, dass unheimlich viele Zuschriften bekommen haben, was man eigentlich für Radio-Comedy sonst nicht so bekommt. Du kriegst immer nur mit, wenn sich irgendwelche Leute auf den Schlips getreten fühlen oder beschweren wollen. Das wird dann so weitergereicht. Ansonsten kriegt man das nicht so mit. Und da war aber, steht das irgendwo, kann man das runterladen? Und so kam das dann so ins Rollen. Wir hatten dann damals auch ein Management. Ein eifriger Mensch, der unbedingt wollte, dass wir mehr machen in alle Richtungen und wir waren immer sehr schwierig und mussten immer mal alles nachdenken lange und wussten nicht. Und der sagte dann aber, Ferienbande hier, das ist doch super, mach doch da echte Langhörspiele draus. Ja. Wir haben gesagt, ja, natürlich, um Gottes Willen, wie kommen wir denn da, wie sind wir da nicht selbst drauf gekommen? Und das war dann der Startschuss der Ferienbande. Ja, und ihr habt ja auch gleich mit bekannten Synchronsprechern gearbeitet. Ihr habt es ja auch dann gleich richtig gemacht. Genau, wir haben dann gleich gesagt, also wenn, dann versuchen wir eben Leute zu bekommen, die wirklich, also bekannte Stimmen aus dem Bereich. Und die erste Anfrage ging an Oliver Rohrbeck, die zweite an Lutz Mackenzie. Und die haben ja gesagt. Und der Rest ist Geschichte. Ja. Sehr schön. Ich habe hier schon die ersten Fragen reinbekommen zu der Ferienbande. Ich dachte, dann hau es mal raus. Also die erste Frage kommt von Heike, die fragt, ist das Bild ein Bild hinter dir oder ein Fenster? Sehr schön. Hallo Heike. Ich bin hier in so einem Meetingraum an der Hochschule und ich habe den jetzt genommen, weil da so eine norwegische Waldlandschaft hängt. Es ist aber ein Bild und kein Fenster, wobei das geil wäre, wenn ich jetzt für das Fenster mache und so Elch rufe und sowas. Es ist ein Bild, ja. Sehr schön. Genau, und dann fragt Ivi, wird die Ferienbande überall stattfinden? Weißt du das, Kai? Da geht es wahrscheinlich um die Tour. Genau, weil da kommt noch jemand, Susan sagt auch, ich freue mich auf die Ferienbande live. Ja,
Genau. Also wir haben ja schon mehrere Touren hinter uns im Laufe all dieser Jahre und planen jetzt an einer neuen. Und die wird, kann man bei uns auf der Webseite sehen, schon deutschlandweit stattfinden. Also wir sind ja mittlerweile auch echt überall unterwegs. Wir haben jetzt für dieses Jahr eben halt noch so einen kleinen Zitterfaktor. Ich will das böse Wort nicht aussprechen, ihr wisst es alle. Wir wissen einfach nicht genau, ob das so stattfinden wird. Ja, eben, das ist das große Problem. Deswegen. Von uns allen Künstlern, ja. Genau, das ist wirklich derb gerade. Und wir sind ja in so einer sozusagen ein bisschen privilegierten Situation, dass wir mit dem Ferienwandel-Live-Konzept jetzt nicht davon leben, alle Beteiligten, sondern dass wir das machen dann, wenn wir Bock drauf haben. Wir wollen schon so ein Profil da herausbilden, dass man nicht einfach nur so aus Spaß mal irgendwo eine Bühne aufstellt, sondern das schon wollen uns immer weiter verbessern. Und es ist ja auch toll, weil wirklich auch Leute kommen. Also, aber ja, wir müssen eben nicht wie viele andere davon leben. Und das ist wirklich derb gerade. Also ich drücke uns allen die Daumen und den Kollegen noch mehr als uns eigentlich. Aber ich hoffe natürlich, dass wir auch spielen. Genau, das ist nämlich, Ivi sagt nämlich, ich habe schon eine Karte, deswegen die Frage. Die Claudia sagt auch, ich habe eine Karte für Köln. Ich finde das ja auch sehr spannend. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass zumindest ihr beide, Claudia und Ivi, die Karten nicht zurückgegeben habt. Ja. Das ist, hilft auf ungemein, weil sonst hat man noch mehr Probleme in der derzeitigen. Ja, genau. Also sind ja, man ist natürlich im Kontakt mit den ganzen Locations und schaut, wie die Situation sich entwickelt, wie diese Abstandsregeln aussehen, wie überhaupt die Spielsituation ist. Aber natürlich läuft im Hintergrund immer mit, sind eigentlich Karten verkauft? Und wenn wir das jetzt machen, kommt dann überhaupt jemand? Und ich verstehe es natürlich, ich kaufe mir auch gerade im Moment eigentlich sehr wenig Karten. Ich versuche Leute zu unterstützen und bezahle für Livestreams und solche Sachen. Aber ich weiß, es ist tricky, aber das ist ein wichtiger Punkt. Vor allem, wenn man schon Karten hatte, dass man sie eben nicht zurückgibt. Das hilft ungemein einfach, weil man eben weiß, dass da so eine Substanz ist. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Also ich merke das ja auch. Ich bin ja auch gerne ins Kino gegangen und lauter solche Sachen. Und das ist ein Vierteljahr. Fehlt einfach das Geld für ein Vierteljahr. Das ist schon... Das ist Wahnsinn. Ja, das ist echt, und da kommt ja auch eine viel Premiere von 3 Fragezeichen. Das betrifft halt alle Großveranstaltungen. Da kommen wir ja auch noch gleich zu dir, weil du ja auch für live. Das ist ja, du hast ja für live bist du ja dann sowieso auch noch so bekannt, was dir dann wirklich schwierig ist. Ja. Ich bin nur bevor ich es übersehe, weil Joachim fragt gerade, wie warm ist es gerade in Oslo, Kai? Hallo Joachim. Als ich heute mal schaute, waren es 28 Grad, was für Norwegen wirklich der Burner ist im wahrsten Sinne. Geht bei euch noch nicht so schön der Wind so direkt? Doch, manchmal schon. Also das ist eigentlich, ich finde ja, dass ein norwegischer Sommer, der richtig funktioniert, toller ist als alles am Mittelmeer oder sonst wie im Süden, wo ich jemals war, weil es so trocken ist. Du hast hast nicht solche schwüle Hitze, sondern es ist ganz knackig, trocken, klar, bisschen Brise. Ich finde es toll eigentlich. Nur im Moment jetzt dieser Tage merke ich auch, dass es ein bisschen viel ist. Auf jeden Fall kriegst du, das kann ich dir schon mal sagen, ganz viel Lob. Ganz viele sagen, sie holen sich jetzt noch Karten für Bonn. Und wenn nicht, sie muss gucken, ob sie eine, Susan sagt, sie muss gucken, ob sie eine Karte hat. Wenn nicht, holt sie das nach. Das ist sehr lieb. Wir freuen uns auch sehr. Also wir sind sehr optimistisch. Es ist geplant. Es gibt im Moment keine gegenteilige Ansage. Wir schreiben jetzt auch an der Show schon. Wir sind schon am Basteln. Also das Horrorhotel. Meltdown im verfluchten Horrorhotel ist die neue Show, genau. Ist ja subtil wie immer bei der Ferienwand, der Titel. Aber kannst du schon mal spoilern? Wird Corona drin vorkommen? Jetzt muss ein Corona-Gag oder zwei müssen auftauchen. Mir ist sogar neulich schon mal einer eingefallen. Man muss mal gucken, ob man dann Bock hat. Weil es kann ja auch sein, dass man einfach nur Eskapismus will und da nicht dran erinnert werden will. Aber wir müssen mal gucken, wie es sich entwickelt. Nee, ansonsten wird es, die Ferienwand ist ja immer ein Ritt quer durch die Welt, alle möglichen Jugendhörspiele und auch sonst so ein bisschen Popkultur. Und diesmal knöpfen wir uns auch ein bisschen die Europa-Grusel-Serie und solche Sachen vor. Also es macht schon tierisch Spaß, jetzt dran zu arbeiten, auf jeden Fall. Das freut mich. Ich freue mich, dass es auf jeden Fall für euch hoffentlich dann auch klappt. Ich finde es tatsächlich gut, wenn man das alles thematisch reinpackt. Ich habe nämlich auch
am Anfang, wie ich diese Sendung und diese Talkshow gemacht, auch überlegt, redet man jetzt drüber oder nicht? Und hat auch mit David Nathan drüber gesprochen. Ich sag, komm, lass uns nicht drüber reden. Aber er hat es auch nicht geschafft, nicht drüber zu reden, sozusagen. Ja, ja. Weil es ist auch so präsent. Und ich finde es aber letztendlich auch gut, weil es ja ein Zeitdokument ist. Auf also warum soll man da jetzt nicht drüber reden? Das ist, natürlich ist es jetzt überall aller Munde, aber ja. Gerade, wir sind ja Künstler, die trifft es natürlich auch echt hart, weil wir sind sozusagen die Letzten, die irgendwie gefördert sind. Ja. Mit Ausfällen von Tourneen, von Bühnen, Studios, Produktionen werden runtergefahren. Das merkt man ja selbst an. Ich muss ja gestehen, das ist ja, jeder hat ja so seine Leiche im Keller. Meine ist ja, ich mag Homeland. Ja. So, deswegen, das ist ja. Aber da ist genau das Gleiche. Und ich bin ja auch ein Verfechter und ich liebe Synchronfassungen. Ich bin nicht der, der das Original hören muss. Mhm. Und die achte Staffel ist halt nur mit Untertiteln und ich möchte Nanas Spiel drauf hören. Und deswegen muss ich warten. Und du weißt einfach, es ist einfach noch keine, ich glaube, seit Januar ist die achte Staffel draußen, aber es ist einfach keine Zeit gewesen zu synchronisieren. Ja, genau. Nein, das ist sehr abgefahren, weil ich mag eigentlich nicht, wenn man so überdramatisch redet, aber das ist schon eine Zeitenwende. Es gibt ein Vor und ein Nachher, das ist eindeutig und mir geht es auch so. Apropos jetzt Fernsehserien, ich irgendwas gucke bei Netflix oder auch einen alten Film und ist eine Riesenparty und die Leute umarmen sich und ich merke, was, halt, wieso? Ach so, ja, nee, stimmt. Das war ja früher mal so, da konnte man ja mit 100 von Leuten in einem Raum sein und so. Ja. Und das ist tatsächlich, es sickert langsam so ins Unterbewusstsein ein. Ich hatte auch in dieser Phase so im März oder April, ich weiß, dass ich um Ostern herum wirklich mal so einen Durchhänger hatte. Da war ich echt, dass ich wirklich, da ging gar nichts mehr. Ich konnte nicht mehr arbeiten, ich konnte nicht mehr richtig schreiben, teilnehmen. Das war wirklich so im Sofa sitzen. Sachen glotzen. Ich habe ganz viele Albträume gehabt jeden Tag. Jetzt nicht konkret über. Nein, willkommen im Club. Mir geht's ganz genauso. Albträume oder irgendwas. Und da habe ich gemerkt, okay, shit, das ist jetzt wirklich im Unterbewusstsein angelangt. Jetzt musst du dich mal selbst ein bisschen motivieren und so dagegen arbeiten. Und das ist bestimmt vielen so gegangen. Ja, also das ist schon klar. Ich auf jeden Fall. Man muss darüber reden. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Ja. Auf jeden Fall. Ich merke das ja. Ich merke das. Definitiv auch, weil ich denke einfach, ich nehme es ganz leicht, ich bleibe hier drin, ich treffe keinen, so, weißt du, nur im Notfall, wenn ich eine Beerdigung muss und so. Und trotzdem, ja, yeah, das war genau das. Ich war auf einer Beerdigung auf einem Geburtstag in den 3,5 Monaten. Das war das Einzige, wo ich draußen war. Meine Frau geht einkaufen, weil ich auch noch Risikogruppe bin, also ich sage, nee, mache ich nicht. Nee, und ich muss es ja auch nicht. Ja. Aber ich merke dann trotzdem, dass es im Unterbewusstsein arbeitet. Mhm. Dann gibt es plötzlich Tage, wo ich so auch so ein bisschen down bin und weiß überhaupt nicht, woran das liegt. Es gibt gar keinen Grund. Und dann wird es einem dann plötzlich klar und sagt, ja, es ist doch die Situation, die mitspielt. Und ich habe nur, bevor ich es hier übersehe, weil es kommen wieder so viele Fragen rein, nochmal zurück zu einer Tournee, weil Heike fragt, auch die Premiere wurde ja wegen der 3 Fragezeichen verschoben. Finden jetzt die 3 Fragezeichen ja nicht statt oder gilt wieder der alte Termin? Nee, genau. Also da geht es um unseren Premierentermin der Ferienbande. Der wurde ich habe jetzt gerade die Termine nicht mehr. Also er wurde auf jeden Fall von Fulda verschoben und ist jetzt in Marburg. Und der Grund war, weil ja Matthias Keller bei uns mit bei der Ferienbande dabei ist. Und Matthias Keller spielt ja auch bei der aktuellen 3 Fragezeichen-Tour mit. Und die wurde zunächst erstmal Richtung Herbst verschoben. Und dann hat man gemerkt, jetzt geht's nicht mehr. Wir müssen die Fragezeichentour komplett ins nächste Jahr verschieben. Und deswegen lassen wir jetzt, was die Ferienbande anbelangt, alles wie es ist. Die Karten behalten ja die Gültigkeit. Also was damals Fulda war, ist dann jetzt verschoben auf den 22., glaube ich. Und die Fragezeichen sind komplett nach 21 gewandert. Was auch ein ganz schöner Aufwand war hinter den Kulissen. Das ist ja, sind ja nicht nur die Termine, sondern mit den Fragezeichen sind wir ja dann in diesen Riesenhallen und das ist ja nochmal eine ganz andere Logistik. Und war eine gute Entscheidung, glaube ich. Aber wie ist es denn überhaupt? Wie stell ich mir das eigentlich vor? Weil die Karten sind verkauft worden. Das heißt, habt ihr das Geld dann schon bekommen? Für die Fanbahn oder bei den Fragezeichen? Also bei beiden? Genau, egal. Ja. Aber mich würde es einfach mal interessieren, wie ist es denn überhaupt? Wenn jetzt Leute ihre Karten nicht zurückgeben, dann habt ihr das Geld schon bekommen für den Verkauf. Genau, also das ist ja in erster Linie, sind es jetzt erstmal die Veranstalter oder über die, bei uns ist sozusagen jetzt, wenn wir von der Fernbande reden, noch nichts angekommen, aber die Karten, die sind von den Veranstaltern quasi abgenommen und da liegt das Geld natürlich, damit es dann, je nachdem, was man für einen Vertrag hat,
verteilt wird. Es gibt ja unterschiedliche Modelle, die man hat, wie man da so spielt an einem Abend, so das berühmte 60-40 oder Hälfte-Hälfte und so. Also das wird quasi erst am Ende nach der Tour abgerechnet dann. Und so ist es bei den Fragezeichen natürlich auch. Also die Karten sind verkauft und sind quasi beim Veranstalter, also das Geld. Und das ist halt unheimlich wichtig, um zu sehen, wie die Tour dann funktioniert. Also es gab schon so einen kurzen Moment des Innehaltens, als die Fragezeichen-Tour dann komplett verschoben war und dann so vereinzelt es so aussah, als würden die Leute quasi zuhauf Karten zurückgeben, wo man dann merkt, so jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Sonst muss man vielleicht Termine wieder absagen und so. Bei den Fragezeichen, die sind natürlich auf allen Ebenen so ein Sonderprojekt, dass auch da die Tour einfach nicht in Gefahr ist, weil die Leute dahin wollen und ihr Geld, also ihr Geld nicht zurückfordern. Aber bei anderen Künstlern ist es dann unter Umständen mal kritisch, wenn einfach massenweise dann Karten zurückgegeben werden. Ne? Weil mich hat es nur interessiert, weil ich mir überlegt habe, wenn man sich vorstellt, man hat das Geld bekommen für die Tournee, jetzt für Mai, Juni, und die findet nächstes Jahr statt, dann hilft dir das zwar jetzt in dem Moment, aber wenn ich mir vorstelle, nächstes Jahr dann zu spielen, ja, ja. Und dann zu wissen, ich spiele das gerade für umsonst, weil ich das Geld eigentlich letztes Jahr bekomme, wo ich es gebraucht habe, und ich kann deswegen nächstes Jahr keine neue tun, das ist ja nur verschoben, deswegen, das ist auch eine Sache, die man total vergisst. Das ist richtig. Das ist ja diese Kalkulation als freischaffenden Künstler, die funktioniert ja so nach eigenen Gesetzen. Und das war ja auch das, was ganz viele so getroffen hat, wo man eigentlich so von oben herab schnell so geurteilt hat von Politik und auch anderen Seiten, was ich so in Medien mitbekommen habe. Haben die denn keine Rücklagen oder was? Tja, gehabt, ja, also ist es halt. Was einfach zeigt, dass man natürlich, klar, im Idealfall hat man natürlich Rücklagen oder kann auch parallel Sachen machen. Ja, aber da habe ich letztens das schöne Beispiel gehört, warum sie dann nicht die Lufthansa fragen, ob die nicht auch Rücklagen hat. Ja, also das ist das große Gegenbeispiel, ja, wo man, und natürlich ist es total interessant, also die Corona-Krise hat ja einen unglaublich revolutionären Unterton. Wenn man jetzt mal schaut, wenn man so sich alle Bereiche anguckt, wenn alles so offengelegt wird und man sich auch wundert, apropos Lufthansa so, ja, also diese Verhandlungen jetzt mit Rettungspaket, wo ich dachte, das geht jetzt allen Ernstes darum, ob Aktionäre da noch Dividende ausgezahlt kriegen und so, Jungs, jetzt reicht's mal. Aber wo man merkt, wie halt eben diese Kulturen in unterschiedlichen Sektoren in der Wirtschaft sind und so, und wo man ja eigentlich hoffen sollte, dass das auch jetzt mal so ein bisschen durchgepustet wird, ja, also wie wir unsere Gesellschaft eigentlich organisiert haben. Aber klar, das fand ich immer ein super Gegenbeweis, wenn die Kultur da so einen reingewirkt bekommen hat, dass man die Lufthansa auch vielleicht mal das Gleiche fragen kann, ja. Auf jeden Fall. Ne, der Punkt ist ja, nur um das klarzustellen, letztendlich geht es eigentlich darum, eigentlich jeden zu retten, weil man darf einfach nämlich nicht unterscheiden. Nein, darum geht es eigentlich. Natürlich ist es vollkommen klar, dass irgendwie dass wir noch eine große Luftwaffe, wollte ich schon sagen, eine große Fluglinie haben in Deutschland, genauso wie in Deutschland eben von der Autoindustrie einfach lebt. Deswegen kann ich das auch vollkommen nachvollziehen. Aber es ist halt so, man hat sowas aber auch noch nie gehabt. Das nee, genau, das ist ja. Das ist ja, deswegen kann auch, ich muss sagen, ich finde, die Regierung ist bis zu dem Zeitpunkt gut damit umgegangen. Und natürlich wird es immer Leute geben, wo es hart ist, und uns trifft es auch. Aber im Prinzip können wir alle sehr, sehr dankbar sein, dass es Deutschland so, dass es so mild an uns vorbeigegangen ist. Ich weiß gar nicht, wie ist das eigentlich bei euch in Norwegen? Das ich wollte gerade sagen, ich bin da auch sehr froh, dass das hier eigentlich fast ähnlich abgelaufen ist. Also die Norweger hingen auch so einen Tacken hinterher. Man war so ein bisschen unsicher, wie ist jetzt mit Grenzen schließen und so weiter und so fort. Und dann lief das im Prinzip ähnlich ab vom Verlauf auf allen Ebenen. Und man fühlt sich ja auch eigentlich sehr gut aufgehoben. Also es gab auch die gleichen Debatten und so. Der große Unterschied zwischen Norwegen und Deutschland ist immer, dass in Norwegen einfach das alles kleiner ist. Es sind hier weniger Leute, das Land hat irgendwie gerade mal 5 Millionen Einwohner, und das kann man dann immer alles so runterskalieren, und das hat manchmal dann auch so Vorteile, ja, also jetzt es gibt kaum noch im Moment neue Fälle hier, dann liest man mal irgendwie 14 Leute in irgendeinem Wohnblock, in irgendeinem Stadtteil, das ist ja alles handelbar. Ich bin da auch sehr froh, aber noch kurz anschließend dazu, ich will auch überhaupt kein Lufthansa-Bashing betreiben, ich kenne viele Leute, die da arbeiten, das ist meine Lieblings-Airline, das ist genau der Punkt.
dass man eben nicht sich anfängt, sich gegenseitig abzuballern, sondern dass man so eine Solidarität entwickelt. Das ist ja auch wichtig. Und da fand ich, war auch bei uns in Deutschland oder auch in Norwegen die Politik eigentlich soweit ganz gut drauf, wenn man das mit USA vergleicht und so, dieses Othering sofort losgeht. Das ist ganz wichtig, dass man da sich nicht aufs Glatteis führen lässt. Ja. Definitiv. Ah, ja. Sehr gut, dann verlassen wir mal die Politik. Ich wollte sowieso noch nie über... Oh mein Gott, während wir hier die ganze Zeit über Corona geredet haben, kamen ganz viele Fragen rein. Also, ich gehe mal schnell ganz kurz durch. So, Wolfram, das sehe ich eben erst, sagt, Kai ist ja in vielen Bereichen unterwegs. Ferienbande, Humor, TKKG, Skript, die drei Fragezeichen live bis hin zum Luferhaus Grusel. Gibt es etwas, was er besonders liebt und was du noch besonders gerne machen möchtest? Hallo Wolfram, erstmal super Frage. Das ist schon ganz lustig. Ich habe da neulich auch mal drüber nachgedacht in einem ganz anderen Kontext, dass ich quasi Humor und Horror, um mal bei zwei Worten, die mit H anfangen zu bleiben, immer so parallel habe tatsächlich. Also das ist tatsächlich ein Faible, was ziemlich gleich verteilt ist und wo ich auch immer versuche, so nach den Stoffen, die ich irgendwie so angeboten kriege oder die ich auch selbst so entwickle, da ist das schon immer so oben, das rangiert oben, da ist so mein Interesse. Ich merke aber, dass ich so in den letzten Jahren anfange, mich so ein bisschen wegzubewegen von diesem Kernbereich. Also im Sinne von, dass ich total Lust habe, auch andere Sachen mal zu machen. Das ist jetzt das Jugendhörspiel-Genre, dem bin ich natürlich sehr verwurzelt auf allen Ebenen, ob es jetzt die Parodie ist mit der Ferienbande oder die Originale oder so andere Sachen, die ich immer noch mache. Da merke ich jetzt, das ist jetzt was ich nicht unbedingt so viel weitermachen muss erstmal, weil mich interessieren ein bisschen auch so reifere und erwachsenere, um mal das so zu nennen, Stoffe. Ich würde unheimlich gerne, apropos Politik, was Politisches mal machen. Ich arbeite irgendwie seit Jahren schon an einem Stoff über Willy Brandt, der mich sehr fasziniert, also wo ich gern irgendwie Willy Brandt und Thriller als Thema mal zusammenbringen will, weil ich total der Fan bin von so Polit-Thrillern. Und kannst du gleich Barschel rausholen. Genau, Barschel ist auch ein tolles, also ganz, ganz spannend. Und da bin ich so dran und dann gibt es im Moment, bin ich auch an so einem Stoff, der, ich meine, das tendiert auch so ein bisschen Richtung Horror wieder, ist aber versucht, das auch ein bisschen zu kombinieren, Horror und Comedy. Und ich weiß nicht, ob jemand die Fernsehserie Geister von Lars von Trier kennt, Kingdom, grandios. Die habe ich neulich wieder gesehen und dachte, das ist eigentlich eine Mischung, die es selten gibt, auf diese Art und Weise. Und das ist was ich gerade mal so austüftle, ob das spannend. In diese Richtung führt. Also das vielleicht mal jetzt so kurz angerissen, ja. Mhm. Sehr schön. Dann kommt nochmal kurz wieder zurück zu der Ferienbande. Ja. Ob Fulda die Fulda-Tournee gecancelt ist? Nein, also der Gig in Fulda ist nicht gecancelt, der ist nur verschoben. Ich habe leider jetzt hier super unprofessionell die Daten nicht direkt vor mir, aber ich glaube, es ist der 22. September, wo wir jetzt in Fulda sind, im Kreuz. Und der findet statt, genau. Der wurde nur verschoben. Der war erst am 17. und ist jetzt aber da und man kann nach Fulda kommen. Sehr schön, das freut mich. Dann Susan fragt, was fällt dir leichter, Kai? Schreiben oder live spielen? Wow. Spannende Frage. Ich glaube, mittlerweile ist es live spielen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, Iva. Je älter ich werde, umso mehr kämpfe ich mit dieser verfluchten Schreibsperre, mit Prokrastinieren. Das macht mich kirre. Ja, ich schreibe. Ich habe es ja jetzt gerade so. Ich habe immer gesagt, ich kann keinen Roman schreiben. Ich habe ja schon mal, das habe ich immer gesagt, deswegen habe ich bei Darkside Park nur die erste Folge, die letztendlich aber auch ein Dialog ist, habe ich mich durchgemogelt. Und dann habe ich mal angefangen, einen Roman zu schreiben mit 120 Seiten, dann nochmal mit 180 Seiten. Und nach den 180 Seiten gemerkt, okay, ich kann es doch. Aber ich habe immer gesagt, nee, ich kann nur Dialog schreiben. Und jetzt schreibe ich ja schon seit einem Monat jeden Tag eine Seite mit dem Projekt, mit meiner Frau und mit Thomas. Und merke, dass mir das so viel Spaß macht, weil ich in die Figuren reingehen kann. Also ich kann die Figuren Tiefe geben. Ich kann eben wie bei einem Film vorgeben, was man fühlt, was man sieht. So. Und beim Hörspiel, das ist ja genau unser Problem,
ist halt für mich so die schwerste Kunst von allen, weil du alles über den Dialog transportieren musst. Du hast kein Bild, du hast keinen Schauspieler, den du siehst. Und du hast, klar, du kannst einen Erzähler haben, das geht natürlich, wenn du einen Erzähler hast, der dir die Innenansichten erklärt, aber wenn du da auf einen Erzähler verzichtet, ist es extrem schwer, das mit einem Subtext oder spannend zu erzählen, dass es nicht so plakativ ist. Und da merke ich jetzt immer, dass ich mich schwer tue. Ich bin jetzt aktuell bei Folge 4 der dritten Staffel. Ich muss bis August 10 Folgen haben. Und das hat mich ja letztes Jahr auch schon so fertig gemacht, weil ich gesagt habe, ich schaffe das gar nicht und bin ja dann durch richtig krank geworden letztes Jahr. Das hat mich runtergezogen, ich war ja nur im Krankenhaus. Alles. Ja, du hattest und diesen Zahnhorror, ne? Zahnhorror, genau, es war Zahnhorror. Dann hatte ich, was war es noch? Genau, Angina und musste entzündete Mandeln. Alles, das komplette Programm war 5 Tage im Krankenhaus und musste das auch alles schreiben. Ja. Und das, meiner Meinung nach, kam das alles aus dem Kopf, weil ich so einen Druck hatte mit so einer Schreibblockade, was mich so fertig gemacht hat, weil du weißt. Und da habe ich dieses Jahr gesagt, das möchte ich nicht mehr erleben, sondern ich entspanne mich, weil ich ja letztes Jahr gemerkt habe, da war ich am, ich muss Ende August abgeben und ich hatte am 1. August 5 Folgen geschrieben und hatte nur noch 4 Wochen und wusste, ich kann in 4 Wochen keine 5 Folgen schreiben. Ich krieg Schweißausbrüche. Ja, ja. Und da dachte ich, wie soll ich denn 5 Folgen in 4 Wochen schreiben? Und da habe ich gesagt, das kann ich gar nicht, aber was soll ich denn machen? Ich war krank. Tut mir leid, Audible kann ich nicht machen. Und dann habe ich mich im Kopf locker gemacht, weil ich gesagt habe, ich kann den Timing sowieso nicht halten. Und das hat im Kopf das ausgelöst, dass ich innerhalb von 3 Wochen 5 Folgen geschrieben habe, die letzten 5 Folgen. Ja. Also, und das aus dieser Erfahrung weiß ich, okay, entspann dich. Du kannst, wenn es ja alle Stricke, kannst du das. Es ist ja wie bei allem im Tennisspielen, es ist eine Kopfsache. Ja. Und jetzt bin ich in der gleichen Situation. Ich bin bei Folge 4 und zweifle ohne Ende und denke, naja, nee, Quatsch, Folge 4 habe ich abgeschlossen. Ich habe heute mit Folge 5 angefangen. Ich will, wenn ich die Folge 5 habe, ich bergfest. So. Aber ich gucke mir das an und denke, ey, das ist doch nicht gut. Und ich kenne das, dass ich das immer dann denke. Ja, das gehört ja aber auch. Es nützt aber nichts, wenn du dir dann sagst, naja, das denkst du immer und du willst ja nochmal bearbeiten und so. Du sitzt da und sagst, das ist nicht gut. Und gleichzeitig freut man sich natürlich, wenn man dann positives Lob bekommt, wenn Leute sagen, oh, Ghostbox so toll und die beste Serie. Das freut einen und gleichzeitig denkst du, ja, aber freut euch nicht auf die dritte Staffel, die wird kacke. Weil du so einfach so einen Druck hast und denkst, du kannst das einfach nicht halten. Weißt du, es ist einfach schwierig. Und wenn du dann überlegst, ja, wird das die finale Staffel oder geht es weiter und hin? Es ist einfach, schreiben ist schon tatsächlich hart, ne? Ist der Horror. Und ich bin, bei mir kommt ja noch dazu, dass ich so ein Multitasking-Monster bin. Also, dass ich hier so viele Sachen parallel immer mache in diesen unterschiedlichen Bereichen. Also, ich schreibe ja auch akademische Artikel und so, die so ein bisschen mehr standardisiert sind. Also, die so anders funktionieren als jetzt so kreatives Schreiben. Und das hilft mir manchmal, dass ich dann so hin und her springe. Also, wenn es an der einen Ecke hängt, kann ich mit dem anderen weitermachen und freue mich dann auf irgendwie ein Drehbuch oder ein Skript, weil das einfach einen anderen Flow hat und so. Das ist schon ganz schön, aber es geht wirklich nicht ohne den Druck, das merke ich auch. Also so Deadlines, es hat auch keinen Sinn da. Ich habe da auch alle möglichen Ratgeberbücher mal versucht und so. Ich habe mich auch mit einem Psychologen länger unterhalten über Prokrastinieren, was das eigentlich ist. Weil ich finde, das ist so ein Mindfuck, um es mal so auszudrücken. Das ist so unglaublich. Also, und das wird irgendwie leider immer schwieriger, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass es so ist. Und man muss irgendwie damit leben. Man versucht es mit einzuberechnen in die Zeitplanung. Und um auf die Frage zurückzukommen, das Live-Spielen ist halt, das hat auch sozusagen, bringt auch so ein paar Turbulenzen mit sich, weil man so 5 Minuten vor Showtime, bevor man auf die Bühne geht, ich habe da immer so Rituale, ich gucke mal so zwischen dem Vorhang durch und bin dann erstaunt, dass überhaupt da Leute sind. Und wir haben, wenn wir mit der Fernwand unterwegs sind, immer so ein Group-Huddle dann und so, das hilft dann. Aber man ist auch immer, kurz vorher denke ich immer, warum mache ich das hier alles? Das ist doch völlig bescheuert. Und ich will nicht von, die sollen mich nicht angucken, alle. Und macht echt dann halt so ein Ding. Aber dann ist es natürlich, wenn es flutscht, ist es natürlich großartig, wenn man da irgendwie mit seinen besten Kumpels auf der Bühne ist. Lustigerweise habe ich gemerkt, dass es da einen Unterschied gibt, wenn ich Regie mache, jetzt wie bei den Fragezeichen, und dann so mit im Saal bin, die ersten Shows, dass das auch nochmal eine eigene Art von Live-Nervosität ist, weil man da nicht mehr eingreifen kann. Also wo ich fast manchmal mich verrückter mache, wenn ich da unten sitze, dann am FOH, am großen Mischpult. Und das ist zwar toll, aber man merkt so, scheiße, ich kann hier nicht eingreifen. Jetzt hoffentlich klappt das und hoffentlich haut das hin. Und was machen sie denn jetzt und so? Und
Das ist nochmal so eine eigene Dimension an Nervenkrieg. Das war mir vorher auch nicht so klar. Der Nervenkrieg passt ganz gut zur nächsten Frage, weil da kommen wir wieder zum Luferhaus. Ja. Claudia fragt nämlich, wie du auf diese geniale Idee gekommen bist. Luferhaus, genau. Also die Idee ist ja, dass ein Forscherteam in ein Spukhaus geht, was abgerissen werden soll. Deshalb müssen die sich so ein bisschen beeilen in der Schweiz. Und das Hörspiel besteht quasi nur aus diesen Aufnahmen, diesen gefundenen Aufnahmen, die da drin gemacht haben, die Tonaufnahmen, also so ein Mockumentary, wie man das nennt. Die Idee ist ganz einfach tatsächlich geklaut, denn das basiert auf einem echten Fall, in Anführungsstrichen. Es gab ein Haus in der Schweiz auch, wo immer wieder Spukphänomene berichtet wurden. Und ein Dokumentarfilmer, Volker Anding heißt der, hat vor, wann war das denn? Anfang der 2000er, glaube ich, einen Dokumentarfilm gemacht darüber. Stimmt, das ist alles auch schon so lange her. Ja, Lupa hat auch schon. Genau. Pavor kam auch noch da. Ja, genau, ich erinnere mich. Und das hat mich irgendwie so fasziniert, weil das auf eine sehr angenehme Art so unspektakulär war. Also dieser Dokumentarfilm, da ist eigentlich nichts passiert. Die sind halt in dieses Haus und haben da Experimente gemacht und es passierte aber irgendwie nie irgendwas. Dann klappte mal irgendwo eine Tür zu und so, aber es passierte halt nichts. Und trotzdem fand ich aber dieses Szenario so interessant und habe mir dann gedacht, wie wäre es, wenn man mal sowas erzählt, wo es aber halt richtig abgeht dann. Also wo tatsächlich was passiert. Und das war die Grundidee davon. Und der zweite Ansatz war zu sagen, warum gibt es im Hörspiel eigentlich so wenig von diesem Mockumentary, was doch eigentlich so immanent und so effektiv wäre. Wir sind alle sehr geprägt von der Gruselserie und Gruselhörspielen, wo du halt alle Register der Manipulation ziehen kannst und der Erzähler erzählt und die Musik wird gruselig und die Soundeffekte knallen rein. Aber sich das alles wegzunehmen und sozusagen eine dokumentarische Situation zu erzählen, die dann aber gruselig ist, das war dann das Ziel. Dann zu überlegen, wie macht man denn das? Und wir haben ja auch telefoniert damals bei dieser Zeit und du hast mich im Prinzip ja eigentlich auch mit auf diese Idee gebracht, zum Beispiel mit diesem EVP zu arbeiten, also mit so elektronischen Aufnahmen, wo ich dachte, genau, das ist nämlich auch noch was ja ein akustisches Element ist, was sich fürs Hörspiel wunderbar eignet. Das hast du ja auch in Ghostbox am Anfang, jetzt zweite Staffel, glaube ich, war das eingesetzt. In der ersten Staffel. Ich habe tatsächlich auch die Kassetten von damals noch, weil es in Darmstadt die Tonbandstimmenforschung gibt. Ja. Da bin ich dann drauf gekommen, habe diese Tapes. Ich weiß nicht, die wollte ich dir, glaube ich, auch irgendwann mal schicken oder so. Wo immer diese, heute ist ja gar kein Thema, weil du kannst im Netz ja alles Mögliche anhören. Ja, damals bist du ja nicht drangekommen zu der Zeit, wo wir das gemacht haben. Gar gab es ein bisschen Netz, aber YouTube waren eher nur die lustigen Sachen, Filmchen drin. Genau. Und das war auf jeden Fall, das hat mich sehr fasziniert. Und ich war in Schottland auch mal unterwegs, lustigerweise auch für ein Hörprojekt, weil ich so einen Reiseführer gemacht habe. Über Schottland einen akustischen Reiseführer für ein sehr tolles Label in Berlin. Die heißen Geophon, kann ich nur empfehlen. Für die war ich auch ein paar Mal unterwegs und unter anderem auch in Schottland. Und in Schottland, wie England auch, ist ja eine Region, die sozusagen ihren Spuk und ihre Geister absolut ins Herz schließen. Also das gehört dazu. Und da habe ich mich dann auch mit so paranormalen Forschern getroffen. Und einfach unterhalten und eigentlich mehr aus so einem touristischen Blick, wo sind denn irgendwie interessante Locations hier in Edinburgh und in Glasgow, wo man eben so Sachen, Touren machen kann und so. Und da kam ich so ins Gespräch mit einem, der mir dann auch so Tonbandaufnahmen geschickt hat. Und da sind mir echt die Haare zu Berge gestanden. Ja, ich dachte, das ist so ein effektives, geiles Erzählmittel. Auf jeden Fall, gerade für Audio. Weil das ist ja genau der Punkt. Weil bei Blavich Project oder so hat es ja auch damit gespielt, aber du hast ja eigentlich nichts gesehen. Nee. Du hast das verwackelte Bild eigentlich gar nicht gebraucht. Nee. Und beim Ton ist es ja so schön, du kannst dann wirklich auch damit spielen. Ihr habt ja on set auch aufgenommen. Ich erinnere mich noch vom Tommy, der alles. Du hast ja Tommy auch zu Gast. Tommy war ja mein grandioser Sound-Inch bei dem Projekt. Und wir waren tatsächlich eine Woche in Brandenburg in so einem Landgut. Das war eine Produktion von der Lauscher Lounge damals, grandios mit dem ganzen Team. Und haben da aufgenommen. Und zwar fast im Prinzip wie Theater oder Film oft so versucht, so One-Take-Szenen zu machen. Also Szenen im Ganzen durchzuspielen. Tommy hat das Haus mikrofoniert, so dass es quasi roh klingt, aber dass du trotzdem im Nachhinein im Mix
sehr genau noch herausholen kannst, was du jetzt genau anhören möchtest. Und im Luferhaus ist viel mehr manipuliert und nachträglich bearbeitet, als man eigentlich denkt. Ja klar, musst du ja machen. Ja, und auf jeden Fall. Das war aber eine ganz tolle Erfahrung, weil das irgendwann auch aufs ganze Team übergesprungen ist, diese Stimmung. Also alle waren irgendwie sehr so gehypt und voll in den Rollen drin. Und das war eine der größten, tollsten Erfahrungen meiner Laufbahn, dieses Projekt. Und ja, also es hat ja auch so ein Leben noch. Also ich werde da immer wieder noch drauf angesprochen, auf das Projekt. Und das ist, ich habe auch schon mal überlegt, ob man eine Fortsetzung anvisieren könnte. Eine schöne Idee, auf jeden Fall. Es sind da so Spuren gelegt in der Story. Haus 2. Vielleicht kommt da irgendwie mal was. Hier, die Lampe wackelt. In diesem Moment wackelt hier die Lampe. Diesmal spielst du natürlich dann in Norwegen, ist ja ganz klar. Ja. Du hast es ja für die Lauscher-Lounge gemacht. Ja. Und wir haben ja drüber schon über Oliver Rowell gesprochen. Dann machen wir mal den Bogen. Wie bist du denn dazu gekommen, die Regie für die 3 Fragezeichen Live-Tournee? Genau. Olli Rohrberg ist genau das Stichwort. Habe ich Rohrberg gesagt? Um Gottes Willen. Schneiden. Rohrbeck. Du hast einfach an Spielberg gedacht. Genau. Spielberg war lustigerweise für mich auch, das hast du, glaube ich, neulich mal irgendwo erzählt, dass du auch so ein Spielberg-Nerd und Fan warst als Kind. Das war bei mir auch der Auslöser, dass ich immer Regisseur werden wollte und Filme machen, weil ich so geflasht war von Der Weiße Hai, Duell, Indiana Jones, so als 14-, 15-Jähriger war das das allergrößte, E.T. Ja. Und bis heute hat der auch was Magisches und die Filme, ich gucke mir loyal jeden Spielberg-Film an, immer alleine im Kino, das hat so was Besonderes irgendwie. Wir schweifen ab. Olli hat, wie gesagt, dann damals sehr spontan und unglaublich kulant bei der Ferienbande mitgemacht, bei der ersten Folge, darüber haben wir so ein bisschen Kontakt gehabt, und meine liebe Kollegin Katrin Wiegand, mit der ich ja die Ferienbande schreibe bis heute, und ich haben dann eine Anfrage bekommen von Oliver irgendwann, der für die Lauscher Lounge und für alle möglichen Produktionen Autoren gesucht hatte damals und sagte, habt ihr Lust zu schreiben? Und wir haben gesagt, klar, Logo, machen wir, alles Mögliche. Da hake ich nur ganz kurz an, weil jetzt noch eine Frage kam, weil die passt wieder zum Dialogschreiben. Die Dialekte, die bei euch vorkommen, bei der Ferienbande. Hast du die geübt oder konntest du die von Anfang an? Sowohl als auch. Also ich war durch die Radio-Comedy irgendwie automatisch immer so ein bisschen der Dialektonkel, wo Sven immer die Bürde hatte, alle kreischigen Frauen zu sprechen, war ich immer der Mensch mit den Dialekten, mehr oder weniger schlecht manchmal. Also manchmal ist es ja auch Konzept. Bei dem Gruder- und Dorfmeister-Ding am Anfang haben wir ja immer einen Wiener Akzent und das war immer halt nicht so ganz so richtig. Und das war dann auch Konzept manchmal, dass man eben nicht die Dialekte so richtig trifft. Aber also ich habe immer schon so ein Faible dafür gehabt und mich interessiert es auch sehr. Ich finde es total den Flash, wenn ich jemanden kennenlerne, so versuchen zu identifizieren, wo kommen die her. Das ist in Norwegen auch ganz interessant, weil hier gibt es ganz abgefahrene Dialekte, das ist sehr lustig. Deswegen, ich habe da so ein Ohr für und mache das auch sehr gerne. Und dann muss man aber auch manchmal sich dann Sachen ein bisschen drauf schaffen. Also muss man gucken, was für Wörter sind es. Und es gibt ja auch nichts Schlimmeres, als wenn jemand einen Dialekt schlecht nachmacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, als wir einen Auftritt mit der Fernbande hatten in Chemnitz, also im Osten, wirklich gedacht, also das kann jetzt hier ganz schön böse enden. Also natürlich kommen die Leute und wissen jetzt unbedingt, was da kommt, aber das war auf so einem Festival, da weiß man eh nicht so genau, wer alles da ist. Und wo ich dachte, jetzt mache ich da den Ball und spreche da mein Comedy-Sächsisch, da fliegen gleich die Flaschen. Ja. Und dann kam aber, das ist ein Highlight bis heute, kam jemand zu mir und sagte, also für einen Wessi ganz gut. Dann dachte ich, okay, das nehme ich. Das ist in Ordnung. das vielleicht dazu. Wo waren wir denn? Ach so, genau. Wir waren jetzt gerade, dass Oliver Rohrbeck dich angerufen hat, gesagt, Kai, bei Anruf vor Ort. Script. Und dann habe ich einfach, weil ich da wirklich auch voll freischaffend war zu dieser Zeit, alle möglichen Sachen gemacht. Alle möglichen Serien,
Team Extreme war so eine Kooperation mit einem Autor, der heißt Michael Peinkofer. Das hat unheimlich Spaß gemacht, weil er diese Stories entworfen hat und ich habe quasi Dialogbücher geschrieben. Da habe ich irgendwie viel gelernt, wie man Dialoge schreibt und auch wie man Action inszeniert auf dem Blatt sozusagen. Die Alster-Detektive ist ja so ein Ding aus dieser Zeit, diese Serie, die wir für die Hamburgische Bürgerschaft gemacht haben. Aber ich habe auch so andere Sachen gemacht, wo man einfach viel gelernt hat. Und dann sind die Fragezeichen 2008 gab es den Plan, mit einer neuen, größer angelegten Tour wieder auf Tour zu gehen. Das war eine Jubiläumstour, das war damals 30 Jahre dann, genau, 2009. Und da hat mich dann Olli empfohlen, dass das interessant sein könnte, wenn dieser Kai Schwind, der ja auch die Ferienbande macht und so, vielleicht dieses Skript schreibt. Und ich hatte dann aber auch schon mit Andreas Fröhlich ein Projekt gemacht. Also wir kannten uns dann schon von einer anderen Sache. Wir hatten ein Hörspiel gemacht, das hieß Heldentod, was so meine erste Regie war, meine richtige, und haben uns da kennengelernt. Also es waren dann zwei der drei Fragezeichen, die kannte ich schon. Und Jens habe ich dann später erst kennengelernt. Und deswegen gab es da irgendwie keinen Widerspruch zumindest. Und dann kam der Anruf von der Produktmanagerin damals, war Corinna Wodrich, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich so getan, als müsste ich mal drüber nachdenken. Live-Show? Nein. Fragezeichen. Und habe gejubelt. Das war natürlich der Knaller. Und das war ganz toll. Und dann haben wir dann uns ja alle gemeinsam für den Wecker entschieden. Und dann habe ich dieses Originalhörspiel bearbeitet und dann wurde es halt eben noch absurder, weil dann irgendwann die Frage kam von den Jungs, sag mal, du machst ja jetzt so viel Gedanken über Inszenierung und so, wir brauchen ja einen Regisseur auch, willst du das nicht auch noch machen? Dann habe ich gesagt, naja, also ich habe noch nie eine Live-Show für Hunderttausende von Leuten gemacht in den größten Hallen des Landes. Ja, klar. Und da kommt dann aber auch das Team rein. Also wir hatten von Anfang an, das ist ja seit 10 Jahren eigentlich das gleiche Team, von den technischen Departments auch. Und die haben mir damals viel dieser Panik genommen und haben gesagt, pass auf, wenn du willst, dass es blau wird da auf der Bühne links, dann machen wir das blau. Also wir machen das irgendwie. Und wenn ich heute dran zurückdenke, muss ich schon sagen, oh Gott, was naiv, ja, was für ein Welpe da vor der Bühne stand mit Mikro und so. Und so ein bisschen Anfänger-Enthusiasmus war da dann auf jeden Fall auch dabei. Aber ich bin froh, dass ich da ja gesagt habe. Und das ist schon irre, auch wenn man da zurückguckt jetzt, dass es auch schon über 10 Jahre sind, dass wir halt in diesem Team diese bis jetzt ja 3 großen Touren gemacht haben. Und das ist schon toll. Ich habe da viel gelernt und das ist eine ganz, ganz besondere Art, also für die Fragezeichen zu arbeiten sowieso, das weißt du ja auch. Ja. Aber auch einfach auf so einer Leinwand im übertragenen Sinne irgendwie zu malen, ist halt der Hammer, ja. Das ist schon echt Wahnsinn. Sitzt man in der Lanxess Arena in Köln und 15.000 Leute toben über einen Witz, den man geschrieben hat, oder einen Regieeinfall, Einfall. Das ist schon großartig, ja. Und das ist auch sowas Besonderes. So, und so geht es ja allen Involvierten auch. Wir haben uns ja beide auch noch an der Elfi jetzt getroffen, dieses Jahr noch kurz vor Corona-Ausbruch. Da hatten wir ja diese Theatertour, genau. Das war eben ganz abgefahren jetzt mit dem Taipan, mit dem neuen Stück, weil wir 3 ausgewählte Theater bespielt haben. Und das kann man ja auch nur mit den Fragezeichen machen. Mit welchem anderen Projekt kommst du denn in die Elbphilharmonie oder nach Wien in das Staatstheater da? Das ist ja der Hammer. Und da haben wir ja dann sozusagen diese ganze große Bühnenspektakel. War das letzte, bevor dann Corona alles geschlossen hat? Das war wirklich das letzte, was gerade noch so diese Theatertour gespielt. Und ich weiß noch, wir waren in Wien unterwegs, wir hatten da einen freien Tag und waren da abends essen zusammen und so. Und da kamen dann schon die ersten Meldungen, Italien fängt an, jetzt den Zugverkehr einzustellen. Und wo ich so dachte, oh, das wird, glaube ich, was Größeres irgendwie. Und war dann froh. Als ich heimgeflogen bin aus Zürich, dann waren schon die ersten Leute mit Mundschutz unterwegs. Und dann dachte ich, okay, das wird jetzt doch was Größeres hier. Und bin gerade so da noch rausgekommen. Und dann war ja, ab März ging es ja los dann, ja, genau, ja. Sehr schön. Lass uns von dem Live nochmal kommen. Ich habe hier noch parallel noch eine Frage reinbekommen, die betrifft aber eher den Sven, aber das kannst du auch beantworten. Anne fragt nämlich, wie schafft Sven es eigentlich auf Tour, jeden Abend diese Fleischwurst wegzumampfen, ohne dass ihm nach der ersten Woche schlecht wird?
Ja, das muss man wirklich Sven fragen. Ich bin da auch, stehe immer jeden Abend fasziniert daneben. Man muss vielleicht erklären, dass Sven zwischen zwei Hauptrollen springt. Zwischen Bernd, früher genannt Beate, dem Anführer der Ferienbande, und Bröckchen, dem Quotenadipösen. Und um das ganz subtil darzustellen, auf der Bühne haben wir eben für Bröckchen dann so einen Ring Fleischwurst immer am Spult hängen. Und Sven, wir haben ihm am Anfang gesagt, du musst das nicht unbedingt machen. Es wäre geil, wenn du da ab und zu reinbeißt, aber das kann ja keiner erwarten. Aber er macht es. Irgendwie kriegt er das hin. Ich glaube, er dosiert das immer so gut, dass er nicht diesen ganzen Ring futtert. Da ist ja auch immer noch sehr viel übrig. Wir haben den auch schon signiert für Fans, die diesen Fleischwurstring mitnehmen wollten. Also ich glaube, er dosiert es einfach ganz gut und spielt dann mehr, dass er das ganze Ding mampft. Aber ihr könnt ihn ja auch mal fragen irgendwann, ja. Joachim fragt nämlich auch, du sollst bitte Erika Stein im Horrorhotel ihre Zelte aufschlagen lassen. Ja, Erika Stein. Ich weiß, der Joachim ist ein großer Fan. Erika Stein ist ja so eine militante Rentnerin aus Hessen. Und ist eigentlich wirklich nur so ein eigentlich wohl dosierter Running Gag, stammt aber aus dieser Frühzeit unserer Radiocomedy. Und wir lassen die immer mal wieder auftauchen. Das ist sowas für ganz spezielle Interessierte. Die wird mit Sicherheit im Horrorhotel mal vorbeischauen, ja. Ja, genau, hier fragt noch Susan, dieses Hinherspringen von Sven ist auch der Wahnsinn. Wir hatten ja eigentlich schon überlegt, ob wir uns zu dritt heute treffen, auch mit Sven, aber Sven hat leider eine fiese Mandelentzündung, ne? Und dann machen wir, haben wir gesagt, dann machen wir es doch getrennt, weil du hast ja selbst schon so viel zu erzählen, weil da kommen ja die ganze Zeit noch Fragen rein, so Sachen wie die wichtigste Frage, wo ist das Frettchen? Verrate ich nicht. Das wird Das auch nicht ein Geheimnis bleiben. wird immer ein Geheimnis bleiben. Ja. Und auch was passiert mit Bambi. Siehst du, hier kommen die ganzen Dann. Spoiler-Fragen. Dann würde mich interessieren, wie, du bist ja jetzt in Oslo und schon so lange, schon lange in Norwegen. Ja. Das würde mich interessieren, wie kommst du nach Norwegen? Wie ist das passiert? Wie ist das alles passiert? Also man sagt immer, es ist so ein Entweder-Oder, entweder der Liebe wegen oder aus dem Job. Und bei mir war es tatsächlich eine Mischung von beiden dann. Also ich habe dann jemanden kennengelernt. Als Callboy sozusagen dann. Als Callboy, genau. Die Mischung. Du hast völlig recht. Als ich es jetzt so laut sagte, merkte ich, dass mir das heiße, wir müssen das schneiden. Also Es ist gut, dass es live ist. Kai Schwind arbeitet als Callboy. Ich blende hier unten noch die Nummer von ihm ein. Aber er müsste halt ein bisschen nach Oslo fliegen. Und eine Vorwahl. ich habe tatsächlich gerade ein Déjà-vu, das habe ich schon mal geträumt. Diese Situation gerade eben mit dir. Verrückt. Ne, du hast ja schon oft angerufen. Jetzt tu nicht so, als wenn es ein Déjà-vu wäre. Ach so. Ja, okay, Nein, also. aber ich hab tatsächlich gerade ein Déjà-vu gehabt. Krass. Ja, okay. Auf jeden Fall, ja, so war es nicht gemeint. Ich habe nicht auf diese Art und Weise Liebe und Beruf verbunden, sondern ich habe erst quasi, bin ich der Liebe gefolgt hierher und danach kam dann, hat sich dann auch die Möglichkeit ergeben, hier zu arbeiten. Ich habe, wie gesagt, ja erst freischaffend gearbeitet und dann aber die Möglichkeit bekommen, meinen Doktor zu machen an der Uni in Oslo. Und Doktor ist hier tatsächlich eine ausreichend bezahlte Stelle, so dass man nicht, wie das ja bei uns oft ist und auch in anderen Ländern, eben nebenher noch arbeiten muss oder so. Und somit war das tatsächlich eine Anstellung, natürlich zeitlich begrenzt, aber ich konnte eben dieses Projekt bearbeiten und bin sozusagen auf diese akademische Spur gekommen, die eigentlich überhaupt nicht geplant war. Also das war ein Zufall und passte mir dann aber gut in den Kram. Und so kam dann diese zweite Spur und das Aber, Tolle, aber, dass aber das verbinden kann, ja. das heißt, du konntest schon vorher Norwegisch, bevor du nach Oslo gegangen bist. Nee, das konnte ich nicht. Ich habe tatsächlich dann, also das ist auch sehr interessant, du kennst es vielleicht ein bisschen aus skandinavischen Ländern, die sind immer alle unglaublich gut. Also sprechen immer super Englisch alle. Ja, auf jeden Fall. Und wenn du halt da hinkommst, dann wollen auch immer alle Englisch reden und alle imponieren mit ihrem aus amerikanischen Serien übernommenen Slang und du denkst dir nur, ey, Wahnsinn. Und als es dann aber klar war, ich bin am Anfang viel gependelt hin und her und so, es war auch nicht alles dann so klar, wie das jetzt genau wird bei mir und in meinem privaten Konstrukt. Ich habe dann aber irgendwann gesagt, okay,
ich will das schon richtig lernen. Ich mache wirklich einen Sprachkurs jetzt. Ich gehe jetzt hier an diese, an so eine Volkshochschule quasi, also für Erwachsenenbildung, wie das hier heißt, und habe dann 4 Monate Norwegischkurs gemacht. Wirklich so mit Schule, jeden Tag. Hausaufgaben. Und das Interessante ist, das war mir tatsächlich auch nicht ganz so klar, dass Norwegisch, es ist ja auch teils eine germanische Sprache, das heißt, Norwegisch und Deutsch, ähnlich wie Schwedisch und auch ähnlich wie Dänisch, haben unheimlich viel gemeinsam. Es gibt ganz viel Vokabular, was identisch ist. Man kann sich als Deutscher, habe ich dann gemerkt, unheimlich schnell durchblöffen. Also ich habe das ganz oft gemacht, dass ich dachte, na, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Ich nehme mal das deutsche Wort und spreche es norwegisch aus. Ah, super, funktioniert. Also das geht sehr, sehr schnell eigentlich. Aber Schwedisch und Norwegisch sind doch so unterschiedlich, genauso wie Schwedisch und Dänisch, oder? Also nee, Schwedisch und Norwegisch ist tatsächlich nicht so unterschiedlich, aber Dänisch fällt sehr raus. Also schriftlich ist Dänisch und Norwegisch tatsächlich fast identisch, weil die Dänen und die Schweden auch lang irgendwie Norwegen besetzt haben und so. Aber die Dänen haben aus irgendwelchen Gründen diesen völlig abstrusen Sound in ihre Sprache gebracht, das wirklich sehr, das ist echt schwierig. Und es gibt hier so Sprachforscher, die auch sagen, es dauert nicht mehr lange, da unterhalten sich auch Norweger und Dänen auf Englisch, weil sich das so auseinanderentwickelt hat. Ich merke das tatsächlich, ich habe das in Dänemark gemerkt. Ja. Da war das auch so. Da waren Dänen und da waren Norweger. Die haben Englisch miteinander geredet. Das ist manchmal nicht einfacher. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass Schwedisch und Norwegisch so nah beieinander sind, dass man, wenn man eine der Sprachen lernt, quasi die andere so gratis dazu bekommt. Ich habe dann irgendwie so schwedisches Fernsehen geguckt, dachte, ich verstehe ja alles, ist ja super. Also das ging sehr schnell, dass ich so, ich kann mich da noch genau dran erinnern, ich bin da in der U-Bahn gefahren und neben mir waren so 2 alte Damen, die sich unterhalten haben. So, da war ich irgendwie dann so 2,5 Monate in Oslo und habe die verstanden. Ja, ich wusste, alle haben alles verstanden, was die gesagt haben und dachte, okay, gut, das geht eigentlich relativ schnell. Und wir Deutschen haben aber Gott sei Dank da eine günstige Disposition. Das ist nicht wie Amis oder Franzosen oder so, die sich dann schwerer tun. Es kommt dann ein bisschen drauf an, wie man so diese Melodie hinkriegt und gewisse Laute. Es gibt im Norwegischen so ein paar, es gibt eine unheimliche Differenzierung zwischen unterschiedlichen Ü-Lauten zum Beispiel. Da kämpfe ich bis heute noch mit. Das mache ich also gerne mal platt mit einem Ü-Sound, unserem Norwegischen. Und da gibt es aber Ü und I und so, also so ganz so Differenzierung. Und in den ersten Jahren habe ich das aber auch immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also ich war auch ein bisschen versnobbt. Ich hatte immer keinen Bock, das dann so richtig zu lernen, sondern das war so für den Privatgebrauch. Aber ansonsten so an der Uni und auch meine Doktorarbeit, das war alles auf Englisch und man konnte dann aber auch Vorlesungen auf Englisch gehalten und so. Und das kam dann tatsächlich erst, als ich meinen Doktor hatte und dann an dieser Hochschule hier, so eine private Hochschule, angefangen habe und dann auch unterrichten musste, dass ich tatsächlich alles auf Norwegisch umgelegt habe und dann nochmal so in den letzten 4, 5 Jahren nochmal so wirklich quasi jetzt also fast nur Norwegisch spreche noch so im Alltag. Super. Und das war, finde ich dann aber auch ganz gut, weil du bleibst uns immer so ein bisschen außen vor. Das ist einfach was anderes mit den Kollegen und den Leuten und im Privaten sowieso natürlich. Da bin ich froh, dass ich mich da nicht entmutigen haben lassen. Oder das ist eigentlich, mir macht es ja auch Spaß, so apropos Dialekt und so, das war Sprachenlernen, finde ich der Hammer. Das ist toll. Also das macht einen Riesenspaß. Dein Doktor, was du gemacht hast, was war denn das Thema deiner Dissertation? Um mal so ein kurzes Thema anzufangen. Hat Joachim gefragt. Ja, nein, ich mach's kurz. Mein Thema war die Adaption von Comedy-Formaten in unterschiedliche Länder. Am Beispiel von The Office, also was Stromberg ist. Und ich habe über das britische Office, über das amerikanische und Stromberg meine Arbeit geschrieben und habe halt mir so unterschiedliche Sachen angeguckt. Also was passiert mit dem Humor, aber auch so diese Produktionsprozesse. Und das war dann so der Einstieg, dass ich so akademisch ein bisschen auf diese Humorforschung gekommen bin. Das war eigentlich gar nicht so mein Plan. Ich fand das eher eigentlich fürchterlich, wenn man so sich akademisch mit Humor befassen muss. Und mittlerweile finde ich es aber hochgradig interessant. Und das ist so mein Spezialgebiet geworden jetzt. Und wo ich eben auch schreibe drüber und forsche und so. Und wenn man da genauer einsteigt, sagt ja Humor unheimlich viel aus über, wie eine Gesellschaft funktioniert, wie eine soziale Interaktion funktioniert. Du kannst da unheimlich viel ablesen. Und das war so kurz gesagt
das Thema der Doktorarbeit. Der Nachteil ist ja immer, wenn man in so populärwissenschaftlichen Gebieten rumfischt, dass man natürlich sich so Serien versaut. Also das hat irgendwie lang gedauert, bis ich wieder eine Folge The Office oder konnte, ohne dass es irgendwie sich wie Arbeit angefühlt hat. Aber es war toll. Ich habe auch Leute interviewt, die damit zu tun hatten und so. Und das war ein ganz, ganz toller Prozess. So, hat Spaß gemacht. Ja. Schön. Was denn, Susan fragt, was ist für dich das Schönste an Norwegen? Das Schönste an Norwegen, das ist tatsächlich das ist glaube ich, die Art der Norweger. Also ich finde, es ist zwar immer so ein bisschen schwierig, wenn man so generalisierend über eine Gruppe Leute redet, weil natürlich gibt es alle möglichen Unterschiede, aber mir gefällt die, ganz platt gesagt, die Work-Life-Balance der Norweger. Das ist einfach hier alles entspannter. Ich merke, dass ich manchmal der Stressige bin oder dann sage, wieso ist... Das Deutsche kannst du nicht ablegen wahrscheinlich, ne? Genau, das Deutsche, es ist ganz blöd, aber es gibt Sachen, wo ich wirklich nicht ablegen kann und wo ich manchmal auch genervt bin von den Norwegern und sage, das ist jetzt so typisch Halbseiden, es ist 15.30 Uhr, hier sind schon alle weg, ich baller das jetzt hier durch bis 8, dann ist es fertig und so. Aber es ist was im... Wie stelle ich mir das vor? Das habe ich auch schon noch von Dänemark gehört und so. Also, dass da alles auch ein bisschen lockerer ist und sage, okay, wie du schon sagst, ich gehe jetzt nach Hause und wir versuchen, die Jobs noch zu Ende zu bringen. Wieso kann man da nicht einfach abschalten und sagen, dann gehe ich jetzt auch? Ja. Weil es einfach so verwurzelt ist, weil man sagt, ich kann nicht einfach mitten in der Arbeit aufhören? Ja, das kann sein. Aber mittlerweile, ich fühle mich da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich kann das manchmal auch. Ein wesentlicher Faktor ist zum Beispiel, was, glaube ich, bei uns in Deutschland sehr verbreitet ist nach wie vor, ist dieses, dass du dich dafür rechtfertigen musst. Wenn hier ein Kollege bei mir sagt, so, also ich hole jetzt meine Kinder ab, weil der Kindergarten macht zu, dann gibt es niemanden, der die Augen verdreht oder sagt, sondern es ist umgekehrt. Wenn du hier, wie gesagt, wenn du hier sitzt am Wochenende und man fragt, was hast du gemacht? Ja, ich habe am Wochenende noch was fertig gemacht. Dann kriegst du sowas mit dem los. Mhm. Was ist denn das für ein Freak? Und das ist manchmal, wie gesagt, weil ich, jetzt ist nicht nur das Deutsche, sondern weil ich auch gerne arbeite, um es mal blöd zu sagen, kann ich mich manchmal auch an denen abreiben, an diesem Style, an dieser Art. Also das hat ja auch einen Effekt auf die ganze Gesellschaft. Ja? Also dass man vertraut dem Staat und es wird sich jeder drum kümmern und diese German Angst, also das, was wir haben. Aber wie ist denn das mit den Krankenversicherungen und so, wo Norweger immer was, wie, ja, wenn wir krank sind, dann kommt dann halt das Krankenhaus und es wird dann bezahlt. Ja, wie, das wird dann bezahlt, ja. Also du hast eine Sicherheit, ein unglaubliches Vertrauen zum Staat und zur Gesellschaft. Das ist jetzt sehr generalisierend, das ist auch nicht immer so. Aber das ist aber also anders als in Schweden. Ja, es also, ist... Weil Schweden ist ja dann eher wie so wie Niederlande, dass man sagt, die sind eher freier. Ja, okay. Das ist richtig, das ist ganz spannend, weil ich dachte auch immer, das ist irgendwie so das Gleiche, aber das merkt man auch jetzt in Corona-Zeiten natürlich wieder, Schweden ist so ein bisschen, die sind so ein bisschen schwieriger, um es mal zu vereinfachen. Das ist, hat ein bisschen mit der Geschichte, mit der Kultur zu tun. Die Norweger waren sozusagen über Jahrhunderte eigentlich relativ unspektakulär in ihren Tälern am Fischen und dann kam irgendwann in den 60er Jahren das Öl. Ja. Dieses Land wurde halt schweinereich über Nacht. Und die haben es halt sehr smart gemacht. Die haben halt einen sehr sozialdemokratischen, egalitären Ansatz. Die sparen ihr Geld. Das ist nicht wie in Saudi-Arabien oder in Dubai, wo man die Hotels, wo man quasi protzt, sondern hier wird das angelegt für kommende Generationen und so. Und die sind dann halt so langsam zum einem der reichsten Länder der Welt geworden. Und die Schweden haben, da ist so ein Neidverhältnis auch zwischen Norwegen und Schweden. Und das hat einfach einen Effekt. Also ich merke, dass ich, wo ich am Anfang mich so ein bisschen abgearbeitet habe dran und auch so meinen Frieden mitmachen musste, ich wollte am Anfang immer nicht so zugeben, dass ich ausgewandert bin jetzt hierher. Das war immer so, wo ich merke, so seit... In dem Fall bist du eigentlich jemals gefragt worden von Vox,
Goodbye Deutschland, ob sie das nicht machen. Gott sei Dank nicht. Ja, das hätte ich mir schön vorstellen können. Ja, genau, das ist lustig. Der deutsche Kai Schwind in genau, Oslo. Genau. Wir begleiten ihn auf dem Weg zur Post. ich musste da meinen Frieden mitmachen und ich habe dann so seit 5 Jahren weiß ich das aber wirklich zu schätzen. Also es gibt immer, sind immer so kleine Momente, wo ich dann, die Hochschule ist, ich kann zu Fuß hier hingehen. Ich laufe da so am Fluss entlang, am Akersfluss durch Oslo. Und da gibt es manchmal so Augenblicke, wenn ich irgendwie dann sage, okay, es ist jetzt 16 Uhr. Ich muss jetzt auch heute nicht mehr weitermachen und gehe dann nach Hause und denke mir, wow, das ist schon einfach ein Jackpot hier. Ja, das ist, jetzt bin ich in diesem Flow drin. So, es gibt auch negative Seiten davon, natürlich, wo man merkt, die Norweger sind so ein bisschen, vielleicht ein bisschen naiver manchmal und ein bisschen leichtgläubiger und so selbstzufrieden. Es gibt auch so eine Arroganz manchmal, die ich krass finde, so dem Rest der Welt gegenüber. Aber wie gesagt, also es ist, ich beschwere mich in keinster Weise. Schön. Ja. Wolfram fragt, gibt es eigentlich auch norwegische Fans unter deinen deutschsprachigen Arbeiten? Das wäre interessant. Ich merke immer, das ist ein ganz interessantes Thema, weil es in Norwegen diese Hörspielkultur nicht gibt, die wir in Deutschland haben, wie ja in vielen anderen Ländern auch. Das ist ja ein sehr deutsches Phänomen, die Art und Weise. Das passt zu der Frage, du gibst schon die Antwort vom spezialgeladenen Sonderpodcast, der nämlich auch, gibt es in Norwegen auch eine Hörspielszene. Ja, genau, richtig, super. Dann kann ich das gleich mit einschließen. Es gibt keine Hörspielszene in Norwegen in dem Sinne. Es gibt die Radio-Hörspiel-Welt, also die aufwendig produzierten, teilweise auch grandios besetzten, tollen Hörspielproduktionen. Ich habe tatsächlich auch mal in einem norwegischen Hörspiel einen festhalten, Nazi gespielt und auf Deutsch rumgebrüllt. Also diese Ehre wurde mir auch zuteil. Und dann war man in diesem altehrwürdigen Hörspielstudio bei NRK, das ist der große Rundfunksender hier. Und da merkst du, das ist ein bisschen so wie auch bei uns in den Hörspielhäusern. Aber es gibt in dem Sinne die private Hörspielszene so nicht. Es kommt jetzt ein bisschen rein durch die Podcasts, ja. Durch die Fiktionspodcasts, so habe ich gesehen, gibt es ab und zu mal so Live-Podcast-Shows und es gibt so ein Verständnis dafür, okay, aha, also Fiktion, Hörspiel, auch neulich mal so ein Mockumentary-Hörspiel als Podcast gehört, das war sehr geil. Aber das ist bei weitem nicht in dem Ausmaß wie hier und ich merke, dass, wenn ich erkläre, was ich so mache, vor allem die Live, die Fragezeichen live einem Norweger zu erklären, ich merke immer, die sagen, ach ja, ja, also dann so wie so eine Lesung in der Buchhandlung. Ja, also nee, nein. Dann zeig dir mal bei YouTube gerade einen Clip. Und die fallen da immer hinten über, weil die sich das nicht vorstellen können halt, ja. Und ich nerv hier alle ab und zu immer mal mit meinen Sachen und jetzt ist der Kai wieder in Deutschland mit seinem Hörspiel, aber ich würde nicht so weit gehen, dass ich hier Fans habe. Naja, was bringt mich, das ist schön, das bringt die nächste Frage von Jachen, der nämlich sagt, wie du deine ganzen Aktivitäten, also gerade die Tourneen mit der Fernbahn, Fragezeichen und deine Arbeit in der Hochschule in einen Hut bringst, weil du ja Vorlesungen halten musst. Das ist eine sehr gute Frage und da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Antworten, je nachdem, wen man fragt aus meinem Umfeld, wie gut mir das alles so gelingt. Aber also es gibt einen riesen Vorteil, was auch zu diesem Gefühl beiträgt, dass ich hier so ein bisschen so ein Jackpot gelandet habe, dass diese Hochschule ist, das ist eine Hochschule für Medien, Kunst und Technologie. Und die wollen im Prinzip Leute haben, die auch wissen, wovon sie reden, die als Praktiker unterwegs sind. Und es gibt hier sehr viele Künstler. Ich habe hier Kollegen, die sind saubekannte norwegische Musiker und sowas. Und deswegen gibt es ein Verständnis dafür, dass man sich das so ein bisschen aufteilt. Also dass es eine unheimliche Flexibilität im Kalender gibt sozusagen. Und ich muss mir das einfach einteilen. Es ist eine Frage der Vorplanung. Ich unterrichte ein paar Seminare, die ich dann fest betreue, ab und zu so ein paar Gastvorlesungen und so. Und das lässt sich alles planen. Ich habe gerade jetzt neulich den Plan für Herbst abgegeben. Und so kann man dann aber auch eben, kann ich sagen, ich bin jetzt hier eine Woche weg, da müssen wir was anderes finden und da bin ich wahrscheinlich weg, deswegen planen wir mal da nichts. Und das funktioniert Gott sei Dank. Das ist manchmal stressig für mich, merke ich dann, weil ich, wie gesagt, apropos Multitasking, dann dazu neige und dann hier noch zuzusagen und da noch ja und das mache ich noch und da schreibe ich noch und dann merkst du irgendwann, jetzt wäre eigentlich geil, mal eine Woche nichts machen, einen zu planen gewesen, das Beste.
falscher Satz. Aber wie gesagt, meistens macht mir alles so viel Spaß, dass da genug Energie da ist. Man muss dann so ein bisschen aufpassen, dass man irgendwie halt körperlich nicht abraucht dann manchmal. Das war ja auch. Hast du in deinem Freundeskreis, das ist eine private Frage, weil Ivar ist ja ein schwedisch-norwegischer Name. Er bedeutet ja Hans im Deutschen, also so wie ja. Ivan. Ja. Hast du einen in deinem Freundeskreis, der auch so heißt wie ich? Ich kenne ein Kind, was ein Kind. Ivan heißt. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich so, wie bei uns jetzt so die alten Namen wie Paul und so ja. wieder kommen. Ist es wahrscheinlich genau. so, dass jetzt wieder dieses, wie das Ivar-Regal jetzt die Namen wieder rauskommen. Ich kenne ein Kind, was Ivar heißt. Das ist der Sohn eines Kollegen. Wie alt ist der denn? 8, glaube ich. Okay. Und der ist cool, der Junge, gefällt mir jetzt schon. War cool, der hat auch einen Bart, ist abgefahren. aber Kids! So, ne? Ivar, ja. Und lustigerweise haben die Norweger aber so ein Faible für so germanische Namen. Also man trifft hier unheimlich viele Herrmänner und Hans und Georg und so. Also das ist irgendwie ganz lustig, dass das so ein, was bei uns ja wirklich dann so die älteren Männer sind. Mhm. Das aber Georg Hansen klingt natürlich auch gleich gut. Klingt was wie aus so einer Wallander-Story. Ein Verdächtiger. Ja, oder Schokolade. Ja, stimmt, genau. Ja. Wolfram fragt gerade eine Nerdfrage zur TKKG-Folge Nachtwanderung. War es deine Idee, ins Ferienlager zurückzukehren? Und wurde eventuell überlegt, die alten, nicht umgesetzten Kurzgeschichten aus dem Originalbuch umzusetzen? Also es war meine Idee, ins Ferienlager zurückzugehen, weil das meine Lieblings-TKKG-Folge ist, Abenteuer im Ferienlager, Folge 9. Ich liebe diese Stimmung, wie es erzählt wird, das ist sozusagen TKKG, wenn sie nicht anstrengend sind oder nur gegen dubiose, komische Rocker kämpfen, sondern das ist so ein Kindheitsding natürlich. Es ist sehr aufgeladen durch das Hören, als ich eben auch ein Kind war, aber so Figuren wie Oma Trülz oder Rasputin, der Betreuer, das ist einfach Nostalgie, Kuschel, Wohlfühl und bei Europa und Sony fanden die das super. Die haben gesagt, ja, für so eine, das war ja eine Jubiläumsfolge, ich glaube 175, da zurück ins Ferienlager zu gehen dann quasi. Und wir haben ja leider nicht den Originalsprecher von Rasputin gehabt, krankheitsbedingt damals leider schon. Aber ansonsten versucht auch ein bisschen dieser Nostalgie zu huldigen. Und das hat einfach Spaß gemacht. Das war ein bisschen schräg für mich, weil ich diesen Ferienbande-Knopf quasi im Kopf nicht aktivieren durfte, sondern eben straight jetzt eine TKKG-Geschichte zu erzählen. Aber das war sehr schön und ich durfte ja auch noch mitspielen. Ich habe ja so zwei kleine Rollen oder eine kleine Rolle noch gehabt dann bei Frau Körting im Studio. Das war dann eh der Hype, irgendwie auch da auf dieser Seite mal zu sein. Und das war toll. Aber über die anderen Kurzgeschichten, das war nie ein Thema, zumindest nicht mit mir, dass die auch noch umgesetzt werden sollten. Das war dann eine Eigenproduktion komplett. Verstehe. Ja. Was ist dein nächstes Geheimprojekt? Liegt ja ein bisschen im Namen geheim. Dass man ja, deswegen habe ich es jetzt immer so geleakt gefragt. Das ist schön. Also es gibt ja diverse Sachen, die so anliegen. Vielleicht kann man, wir könnten was Solidarisches hier sagen. Ich glaube, du und ich haben für das gleiche Projekt Verstehe. Etwas geschrieben, etwas beigesteuert, worauf ich mich sehr freue, weil das ja, echt auch. Ganz anderes war. Ich glaube, da dürfen wir überhaupt nichts zu sagen. Deswegen lassen wir es mal so mystisch. Aber ich weiß, dass sowohl du als auch ich ein Buch beigesteuert haben für ein Projekt. Ja. Was, glaube ich, ganz toll und spannend ist. Ich freue mich auch. Ich freue mich schon mega. Weil es für mich ist es ja was Besonderes. Zumal ich noch ein anderes, so ein ähnliches Projekt auch noch gemacht habe dieses Jahr. Okay. aber sonst in den letzten Jahren, ich hätte auch die Regie machen. Bei diesem Projekt, bei Monster oder Ghostbox. Mhm. Und das sind jetzt zwei Projekte dieses Jahr. Mhm. Eins davon, was wir beide auch machen, wo ich da gar keinen Einfluss drauf habe. Ja. Bei beiden Projekten, sondern ich höre dann einfach das Endprodukt. Und das ist dann schon sehr spannend zu gucken, wie klingt das denn dann, wenn ich die Idee, die ich schreibe, gar nicht selbst inszeniere, sondern jemand ganz anders. Das ist sehr, sehr spannend. Ist bei meinem Projekt bei diesem auch sehr spannend, weil ich ja auch nicht Regie da machen darf und es aber vom Konzept her sehr
also ich wüsste genau, wie ich es machen würde. Ich habe großes Vertrauen in die Person, die da Regie macht. Deswegen wird das super. Ja, ich auch. Das kann ich auf jeden Fall auch sagen. Kann man dann auch dann entspannt abgeben. Aber es ist wirklich lustig, weil ich das dann in dem Sinne selten habe. Wobei, ne, du bist ja viel mehr ein Auteur und Showrunner dann für die Sachen. Ich bin es ja schon gewöhnt, dass ich so Auftragssachen mache. Aber jetzt, es ist ja immer eine Frage des Herzblut. Dieses Ding ist dann wirklich so sehr auf meinem Mist gewachsen und ist sowas Besonderes thematisch für mich, dass ich da sehr gespannt bin. Und mich tierisch. Weißt du denn, was ich habe? Ich weiß nur, was du, also ich weiß inhaltlich nichts. Ich habe nur so ein kurz paar Stichworte bekommen. Okay. Ich weiß von dir nämlich nicht, das müssen wir alle flippen hier aus und wollen wissen, was ist das für ein Geheimprojekt und kann man sagen, wann es rauskommt und so. Das dürfen wir leider nicht, weil es ja für uns beiden Auftragsarbeit war. Ja, richtig. Deswegen können wir noch nicht mal selbst entscheiden. Aber es ist auch schön, mal so ein bisschen Spannung mal in unsere Sendung reinzukriegen. So gegen Ende und alle so, ah, oh, ich platze vor Spannung, genau. Also so viel können wir verraten, Steven Spielberg macht mit. Richtig. Der macht ja das, in denen haben wir ja riesig Vertrauen. Das wäre was. Der das hinkriegt mit Hörspiel. Ich hab ja Steven Spielberg mal getroffen. Was? Jetzt machst du mich neidisch. Bei der Premiere von Schindlers Liste. Da hat er sich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen und ich mit zwei Kumpels, wir waren völlige Nerds, wussten, der kommt und haben uns da hingestellt. Und haben uns Autogramme holen lassen. Und ich habe tatsächlich mit ihm gesprochen, zwei Sätze. Nein. Und da war jetzt, ich völlig gespannt. Jetzt bin ich so neidisch ohne Ende. Also in der Spielberg-Biografie, die ich habe, die ist vorne signiert von Steven Spielberg. Okay. Ja, ja. Das ist cool. Ja. Da hast du mir einiges voraus. Ich habe mir deswegen den Bart auch so früh geholt. Ah, ja, okay, tatsächlich gut. Als Steven Spielberg-Fan. Stimmt, das jetzt. Und die Kappe, der Kappenstyle ist ja auch so ein Spielberg. Ja. Ne, der hat was damit zu tun, weil meine Haare mittlerweile ja so sind. Das ist schon... Es ja. Hat aber was. Ich habe ja eh so ein Haarneid. Bei mir wird es ja dünn, was mich krass nervt. Und ich hätte dann lieber sowas. Ja, ja, aber es ist schon... So hältst du ihn. So ein bisschen so aufsetzt. Hey. Nee, ich glaube, du musst dich entscheiden. Du musst die Haare genauso. Ja. Nein. Hier wird schon gefragt, mit den deutschen Stimmen von, was für ein Projekt ist. Ja, natürlich, wir würden beide gerne drüber, ich würde mit dir auch gerne drüber sprechen, natürlich. Aber ich finde es auch sehr, sehr cool, dass wir da beide gemeinsam dabei sind. Und da kann ich auf jeden Fall auch sagen, dass ich gespannt bin, weil ich den Regisseur auch mag und seine Arbeit. Das kann man so viel schon mal auf jeden Fall sagen. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Deswegen habe ich da gar keinen... Da bin ich nur, freue ich mich einfach nur drauf. Wieso ja. Ist meine Kamera gerade unscharf? Wieso werde ich unscharf? So. Genau. Und was wollte ich noch sagen? Bei dem anderen, da weiß ich es gar nicht. Da lasse ich mich einfach mal überraschen. Was? So. Also. Generation Kassettenkinder wird als... Ach komm, das sind jetzt die ganzen Sachen, was es sein könnte. Gott, das haben wir da angestoßen. Ja. Der wird... Ich finde es so spannend. Ja. Ich glaube, ich habe ja nur in diesem einen Drei-Fragezeichen-Buch von Christian Rodewald mal irgendwie. Ist mir rausgerutscht, dass noch eine Folge von mir, eine Special-Folge im Tresor von Sony liegt von Drei-Fragezeichen. Ah, das habe ich. Das war ein Fehler. Seitdem kriege ich die ganze, was ist das für eine Folge? Was ist das für eine Folge? Das ist jetzt eigener Mythos, der sich darum strickt. Aber da bin nein, es ist ja die Wahrheit auch. Es ist ich, tatsächlich. Weiß, ich wusste das ja schon vorher, aber trotzdem, dass man sonst so gar nichts weiß dazu, ist ja spannend. Und was wird damit passieren? Ja, das stimmt. Ja. Also kriegen jetzt gerade beide einen Lob rein von Duracell. Sie feiern uns für unsere Kreativität. Das ist doch gut. Sag mal, ganz kurz, mein Name, Ivar, wie wird denn der ausgesprochen im Norwegischen? Auf Norwegisch eigentlich fast identisch. Ivar, also man rollt das R, je nachdem, wo man herkommt. Genau, Ivar. Genau, ja. So kenne ich es nämlich auch, weil du eigentlich im Schwedischen ja eher die hintere, also bei uns heißt Ivar, ja. Das heißt Ivar, ja, und da ist immer Ivar. Eher so. Ja, okay, ja, nee, das ist schon hier eher beim Deutschen, aber es kommt immer ein bisschen drauf an, ob man das R noch rollt oder so. Okay. Der ist jetzt nicht so crazy, dass man
den ganz anders ausspreche. Lustigerweise, mein Name Kai ist ja eigentlich auch ein skandinavischer Name, ja. Aber ist auch hier in Norwegen eher sowas, so heißen irgendwie Männer, die so 60 sind. Das ist nicht, das ist ja, nicht wir, damit fassen wir beide super nach Norwegen. Ja, das ist genau das, das Ding, das war bei uns. Du bist der alte Mann, der vorm Ikea-Regal sitzt. Genau, richtig. Das war ja Ende der 70er und Anfang der 80er ein bisschen so ein Boom-Name, Kai und Sven auch zum Beispiel. Und das sind hier eher so Eltern. Kai und Sven, jetzt hast du genau die beiden richtigen Namen genannt. Das ist lustig. Und das sind aber hier eher dann ältere Männer, die so heißen. Wenn du zurückblickst jetzt auf deinen Schaffenswerk, wir sind ja jetzt beide so kurz vor der 80. Was hat dir am meisten Freude gemacht von all deinen Produktionen? Also jetzt, man kann es ja nicht vergleichen und sagen, was ist jetzt das Größte, sondern es kann ja auch sein, weil es da das erste Mal war oder keine Ahnung. Also das ist so, das ist eine tolle Frage. Also ich finde es spannend, so zurückzugucken, weil man das sonst nie so macht. Ich war jetzt auch neulich ja bei so ein paar Podcasts mal dabei und so, wo man so Fragen bekommt und ich finde es immer so eine, man kriegt so eine Ehrfurcht irgendwie, weil man irgendwas ganz Profundes sagen will und dann überhaupt so zurückgucken, das macht man ja sonst eigentlich nicht so. Also du hast aber schon so ein Stichwort gegeben, also es sind oft so die ersten Male, die natürlich interessant sind, also das erste Mal die Regie, das erste Mal mit gewissen Leuten zusammenzuarbeiten und dann sind es oft so Momente, das sind wie so Schlaglichter, also wenn ich zum Beispiel mal in den Tourbus mit der Ferienbande gucke, wo wir auf einer Fahrt irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo das ist, Quatsch machen, Werbejingles singen und plötzlich holt Matthias Keller eine Gitarre noch vom Rücksitz und fängt an, das zu begleiten und es ist totale Klassenfahrt und man hat einfach pures Glück, weil man ist mit den coolsten, crazy Leuten unterwegs und hat einfach Spaß und es ist alles toll. Dann natürlich, aber klar, also die Fragezeichen live, so die erste in Hamburg in der Arena zu stehen oder die Premieren dann in Berlin und diese Show zum ersten Mal zu spielen und der Anfang von der Wecker-Tour damals ist so eine Szene, wo Blackie mit so einem Dolby Surround durch den Saal fliegt. Das war so das Erste. Und da gab es schon Applaus und du merkst diese Welle und du denkst so, wow, was für ein Erlebnis das ist. Und dann natürlich auch künstlerische Sachen, also einfach die Arbeiten des Luferhaus, absolut. Also diese Woche in Brandenburg, diese Arbeit an dem Ding, was ja komplett so auf meinem Gemist gewachsen ist. Also wirklich so eine Eigenproduktion, mit denen ich jahrelang schon im Kopf umhergegangen bin und so. Und das dann umzusetzen, das ist ganz großartig. Aber auch so Sachen wie diese Reiseführer, also diese akustischen Reiseführer für das Geophon-Label, von dem ich vorhin erzählt habe, da war ich ja dann quasi 3-4 Wochen unterwegs in diesen Ländern und habe akustisch versucht, dieses Land darzustellen. Ganz viele Leute getroffen, O-Töne aufgenommen. Und das ist dann so rückblickend schon abgefahren, wenn ich mir dann diese CD aus dem Regal hole und denke, das ist so mein Reisesouvenir hier, ja, für diese Fahrt. Also, ja, du merkst schon, ich komme so ins Aufzählen. Irgendwie ist alles toll. Lustigerweise muss ich manchmal auch schmunzeln über so Katastrophen, die ja dann eigentlich keine sind. Also so die berühmten Flops, da gibt es natürlich auch Sachen oder so grandiose Blackouts auf der Bühne oder solche Sachen. Das gehört ja auch irgendwie so dazu. Und klar, also bei der Fanbande natürlich ist es die für mich immer noch so die Begegnung mit den Leuten, das klingt so eklig floskelig, aber das ist tatsächlich, ich habe, wie gesagt, dieses Ritual, ich gucke immer, ob überhaupt Leute da sind, weil ich mir auch nach 15 Jahren, seitdem wir das live machen, ich das immer noch toll finde, dass sich da jemand eine Karte kauft und diese Sachen angucken will von uns und dann ist dieser Saal voll und wir haben ja nun auch wirklich schon ein paar größere Läden bespielt, das ist schon toll. Und dann das zu merken, die sind da und diese Kontakte mit den Leuten danach und so, was die einem so alles erzählen oder Geschenke mitbringen und so. Und man ist dann immer, man ist da durchgeschwitzt und fertig nach so einer Show. Aber man merkt einfach, dass da so eine Zuneigung da ist. Das ist schon anrührend. Ja, das Schöne ist bei live wirklich, weil du ja dann genau das, was du kriegst, ja das Geschenk live zurück auf der Bühne. Das ist ja toll. Also auf jeden Fall. Ja. Wie oft bist du denn jetzt noch in Deutschland? Also so im Schnitt? Ja, schwierig zu sagen. Also letztes Jahr zum Beispiel war ich dann unheimlich viel in Deutschland wegen Fragezeichen-Tour und so und bin auch sonst viel am Pendeln. Ich besuche auch meine Familie oft noch in Frankfurt und so. Bin schon auch öfter da. Also für mich ist tatsächlich dieses Pendeln
fast wie U-Bahn fahren, ja. Also das ist anderthalb Stunden Flug, Oslo-Frankfurt oder Oslo-Hamburg, noch kürzer, Oslo-Berlin sind so meine Strecken halt. Das ist ja auch hier ein kleiner, süßer Flughafen, das ist alles easy, mit so einem Shuttle ist man sofort in der Stadt. Also das ist mittlerweile sehr einfach. Deswegen ist das Reisen für mich gar nicht so ein Ding. Und deswegen kann ich das gar nicht so, ich bin sau oft, es gab Zeiten, wo ich jeden Monat irgendwie mal in Deutschland war. Das ist natürlich ein blöder CO2-Fußabdruck, aber ich habe hier kein Auto und laufe zur Arbeit, also ich kompensiere das. Ja, was sollst du denn machen? Ja, man kann auch mit dem Auto fahren, das habe ich auch schon gemacht, also oder mit dem Zug reisen oder mit der Fähre ist auch toll, irgendwie so Color Line von Oslo nach Kiel, das ist auch abgefahren, da muss man halt so, ne, die Reise ist das Ziel, das dauert halt alles schön, aber das ist auch schön. Also ich bin schon oft noch da, je nach Bedarf und auch privat dann. Und ja, aber es ist komisch. Wie gesagt, bin jetzt auch seit 3 Monaten eigentlich nicht aus dieser Stadt heraus. Ne? Und ich merke schon, strange. Normalerweise wäre ich bestimmt irgendwo mal gewesen. Wie ist es denn mit deiner Familie in Frankfurt? Wie kommen die damit zurecht? Skypt ihr dann oder wie macht ihr das? Ja, genau. Wir skypen viel. Wir haben eigentlich sehr, sehr guten Kontakt. Das ist ja auch mit meinem Sohn, der zweisprachig aufgewachsen ist oder noch wächst, also der ist 10. Das war mir unheimlich wichtig, dass der mit seinen Großeltern sprechen kann. Und da ist ein sehr enges, der spricht fließend Deutsch, auch dank der Hörspiele viel übrigens. Also das ist auch ein Hörspiel, ein Kassettenkind. Dann gibt es ja doch einen norwegischen Fan. Ja, genau, einen, der es weitertragen kann. Wir werden diesen ganzen Druck auf ihn legen. Das ist schon sehr schön und meine Eltern sind tatsächlich auch da sehr aktiv. Die waren schon sau oft hier. Meine Mutter, das finde ich sehr anrührend, die lernt also Norwegisch jetzt auch und liest irgendwelche Bücher und hört auch norwegisches Radio und so. Und also da ist tatsächlich gar nicht so eine Distanz da. Es fühlt sich nicht so an. Natürlich. Corona-Zeiten auch, also ich habe da auch, das waren auch so Albträume, wo ich irgendwie dachte, ich komme nicht mehr zurück und was ist mit klar. Und so, das ist schon strange, ja, es ist natürlich eine Distanz, aber so im Alltag fühlt es sich nicht so an eigentlich. Ne? Ich würde jetzt gerne zur letzten Frage kommen, die ist mir jetzt gerade gekommen, was sind denn deine Eltern von Beruf? Weil mich würde interessieren, was sie von Beruf sind, warum du geworden bist, was du bist. Wow, du knallst ja was rein am Ende. Aber es ist interessant, also da ist eine interessante Komponente drin, weil meine Mutter ist Lehrerin. Mhm. Und mein Vater hat als in einer Spedition gearbeitet, also so Fracht, ne, Cargo, übrigens in Darmstadt sehr lange. Ah. Ich habe immer so eine Aversion gehabt, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht und ein bisschen fies gesagt, aber dem Lehrerberuf gegenüber. Weil ich mitbekommen habe, wie das meine Mutter schon auch sehr geschlaucht hat und wie die eigentlich das so sozusagen nicht unbedingt promoted hat, diesen Beruf zu Hause. Und ich hatte immer keinen Bock auf diese didaktische Komponente, also als Lehrer irgendwem vor einer Klasse stehen und so. Und meine Mutter hat mich da neulich mal drauf aufmerksam gemacht mit unterrichten und so und hörst du dir eigentlich selbst und so. Ich bin natürlich auch tatsächlich jetzt so als Dozent auch so eine Lehrernase und merke auch, wenn das toll ist, wie cool das ist, ja, also das macht schon auch Spaß und ich glaube, das Reisen habe ich von meinem Vater so ein bisschen, also dieses in der Welt rumdüsen und davor keine Angst haben, sondern im Gegenteil das eigentlich toll finden, das ist tatsächlich, habe ich gerade neulich mal drüber nachgedacht. Deswegen ist das eine berechtigte Frage, finde ich irgendwie. Also ich glaube nicht so direkt an diese genetischen Linien, dass immer irgendwie so alles weitergegeben wird, weil man ja seine eigene Person ist mit eigenen Erfahrungen und allem. Aber tatsächlich sind da schon so zwei Komponenten da. Da hast du schon recht mit dieser Vermutung, glaube ich. Ja, das ist schon... Ist schon wahr. Das finde ich ein sehr, sehr tolles Schlusswort. Ja. Kai, ich danke dir sehr. Lass mich gucken, wir sind 1,5 Stunden live gewesen. Oh, das war ja unglaublich kurzweilig. Wie toll. Und vielen Dank an alle, die da dabei waren. Es waren jetzt 23 Leute, haben sich jetzt live tatsächlich, viele ist ja bei uns sonst so, die sagen, ach, das gucke ich mir dann später an oder zum Frühstück, was hier in Ordnung ist. Und 23, die dann sagen, ich möchte live dabei sein, damit ich mal eine Frage stellen möchte oder kann. Und so gesehen freue ich mich sehr, weil 23 ist eine tolle Zahl. Freut mich auch. Also liebe Grüße, das hat tierisch Spaß gemacht und dank dir auch nochmal, das war echt ganz toll, mal so zu quatschen.
Ja, auf jeden Fall. Also so gesehen hatten wir alles in einem. Wie haben wir wieder quatschen können? Anderthalb Stunden. Alle anderen waren live dabei. Sie schreiben auch alles, in Spaß gemacht hat, bedanken sich. Das ist doch das Schönste, dass wir sozusagen, dass wir jetzt alle gemeinsam einen wunderschönen Abend hatten. Dann genieß Oslo, wenn ich mal nach Oslo kommen sollte. Also mein nächstes Ziel, wo ich unbedingt hin möchte, ist Stockholm. Ja. Aber dann will ich auf jeden Fall auch mal nach Oslo. Und dann komme ich dich auch definitiv. Dann sagst du sofort Bescheid und dann essen wir einen überteuerten Bolle. Ja, na, was auch immer, weil ich meine, es gibt ja nichts Besseres als jemand, der dort wohnt, der einem die Stadt zeigen kann und sagen, hier, geh mal hier hin. Und so. Genau, klar, ja. Unbedingt, das machen wir. Schön. Gut, also dann haut rein, alle dir viel Spaß und Erfolg und wir quatschen sowieso. So machen wir das. Alles klar. Wir können noch ganz viele Grüße. Danke für einen tollen Abend. Ich kann die gar nicht alle einblenden, aber es freuen sich alle. Das war Kai Schwind aus Oslo live heute Abend und ihr wart alle dabei und es hat mich sehr, sehr gefreut. Falls euch die Sendung, mein Kanal gefällt, abonniert mich doch. Würde mich super freuen, falls ihr noch nicht gemacht habt. Gebt dem ein Video ein Like. Teilt dieses Video für alle Ferienfreunde, 3-Fragezeichen-Fans. Und wir sehen uns nächsten Donnerstag um 20.15 Uhr. Und wenn alles klappt, ist dort zu Gast Markus Bader. Das ist ein Frankfurter Werbefilmregisseur, der uns erzählen wird, wie eine internationale Werbefilmproduktion funktioniert. Und auch, wie das jetzt funktioniert innerhalb der Corona-Krise. Also dann, schönen Abend euch allen. Bis dann. Tschüss.